Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Willkommen zur Abschlussveranstaltung des großen LCW Web Residency Projekt Unmasking the Difference, literarische Stimmen hinter der Maske. Bevor wir mehr zum Projekt selbst und zum Ablauf des heutigen Abends sagen, möchten wir kurz erzählen, wie wir überhaupt auf diese Idee gekommen sind. Und ich übergebe an meinen Kollegen Augusto Pain. Ja, vielen, vielen Dank. Einen schönen guten Abend auch. Ja, genau, ich wollte diese Geschichte ganz genau erzählen und das war noch, als die Pandemie am Anfang war und sogar kurz zuvor, als der Aufruhr und der Mord von George Floyd in den USA die Debatte zu strukturellen Rassismus zu einer breiteren Öffentlichkeit bekannt gemacht hat. Damals habe ich dann eines Tages eine Freundin besucht, Tamara Vinhas, die sehr aktiv in der afro-brasilianischen Bewegung hier in Berlin ist. Und beim Stöbern ihren Buchregal habe ich auf ein Buch von der brasilianischen Philosophin Jamila Ribeiro gestoßen. Das Buch heißt Quem tem medo do feminismo negro? Also, wer hat Angst vor dem schwarzen Feminismus? Und Tamara hat dann freundlicherweise mir das Buch ausgeliehen. Und das war für mich selber im Allgemeinen eine sehr aufschlussreiche Lektüre. Und schon gleich in einem der ersten Texten greift Jamila Ribeiro auf die Autorin, Psychologin und Theoretikerin Grada Quilomba ein, die ihren bekannten Buch Plantation Memories eine psychoanalytische These zu der Bedeutung der Masken der Sklaverei stellt. Und auf diese These antwortet Conceição Evaristo, eine große der brasilianischen Literatur, also der zeitgenössischen brasilianischen Literatur, die den Weg dieser Masken vom Symbol des Schweigens zum Symbol des Schreis beschreibt. Also ganz im Dialog mit der Arbeit von Grada Quilomba. Und Conceição Evaristo plädiert außerdem für die Notwendigkeit, diese Masken der Sklaverei symbolisch zu zersplittern. Das war also eine sehr anregende Lektüre und eine Idee, die viele Fragen erregte, gerade in einer Zeit, in der alle Menschen mit der Maskenpflicht der Pandemie konfrontiert waren. Ich habe viel zu diesem Thema mit Tamara Vinhas ausgetauscht und wir sind dann zum Schluss gekommen, dass da sich eine Gelegenheit angeboten hat, zu Masken im Kontext der Sklaverei, aber auch in des strukturellen heutigen Rassismus zu diskutieren. Da hat Augusto mich angefragt, ob ich ihn bei so einer Veranstaltung unterstützen würde. Und ich fand es auch gleich im Kontext der queeren Theorie und fand ich es interessant. Ich dachte gleich an Mishimas Bekenntnis einer Maske, aber auch in Bezug zu rassifizierten Menschen und Migrantinnen und Migranten in Deutschland natürlich. Wir beide hatten auch einen persönlichen Bezug zum Thema. Wir kommen beide aus Brasilien bzw. Bosnien und haben auch gewisse Erfahrungen mit Masken, die uns im Alltag aufgezwungen werden, gemacht. Da meine ich nicht jetzt an die Corona-Masken. Und das haben wir auch dem LCW-Team so vorgestellt. Und daraus ist etwas viel Größeres geworden, als wir eigentlich gehofft haben. Zusammen mit Natasha Kelly haben wir dieses Projekt entwickelt. Natasha hat diese ganzen Werkstattgespräche mit 6 Autorinnen aus Nigeria, Uganda, Großbritannien und Brasilien geleitet. Gleich sagt sie uns dazu mehr im Gespräch mit der Projektkoordinatorin Lara Groß. Wir zeigen auch kurze Videos von den Stipendiatinnen und Stipendiaten und stellen das heute erschienene E-Book Unmasking the Difference, Literary Voices Behind the Mask, erschienen bei Mikrotext und erhältlich bei mikrotext.de. Danach zeigen wir eine Videobotschaft von Conceição Evaristo, die Augusto schon erwähnt hat. Und Natasha Kelly unterhält sich mit Amina Eisner und Mohamed Amjahid über
die Metapher der Maske im Kontext der aktuellen Diskussion zu Antirassismus bzw. Rassismus und Menschenrechte in einem deutschen Kontext. Und am Schluss des Abends zeigen wir eine Videobotschaft und virtuelle Ausstellung von des brasilianischen Fotografen Ratau Diniz. Und Elisa de Brito und Mariana Bahia performen ihr Stück So What oder Edai. Bevor wir anfangen, möchte ich noch auf die Aufnahmen von den ersten zwei Werkstattgesprächen hinweisen, vom 23. und 25. November, die auf lcb.de immer noch abrufbar sind. Ja, wir wünschen Ihnen einen angenehmen Abend und übergeben an Natascha Kelly und Lara Groß. Viel Spaß! Danke euch, Isma und Augusto, für diese Einleitung. Herzlich willkommen, Natascha. Schön, heute hier mit dir zu sitzen. Ich würde dich unseren Gästen gerne kurz vorstellen, wenn ich darf. Natascha A. Kelly, in London geboren, aber in Deutschland aufgewachsen, ist eine promovierte Kommunikationswissenschaftlerin und Soziologin mit den Themenschwerpunkten Kolonialismus bzw. Postkolonialismus und Feminismus. Sie hat an zahlreichen Hochschulen in Deutschland und in Österreich gelehrt und geforscht, unter anderem auch am Zentrum für transdisziplinäre Geschlechterstudien an der Humboldt-Universität in Berlin. Natascha ist aber keine Akademikerin, die, ausschließlich im klassischen Sinne lehrt und forscht. Sie arbeitet vielmehr an der Schnittstelle von Wissenschaft, Kunst und Gesellschaft. In all ihren Arbeiten, und damit meine ich sowohl die Publikation als auch die künstlerischen Projekte, gehen Theorie und Praxis oft fließend ineinander über. Natascha hat mehrere Bücher geschrieben, in denen sie sich mit den Themen Afrokultur, Feminismus, Kolonialismus und Postkolonialismus auseinandergesetzt hat. Sie hat aber auch eine ganze Reihe von künstlerischen Installationen und Ausstellungen kuratiert, darunter den Giftschrank im Deutschen Historischen Museum 2016-2017, den African Diaspora Palast im Rahmen der Weltausstellung Reformation im Jahr 2017 und den Postkolonialwarenladen Edeva. Das ist eine interaktive Wanderausstellung, die 2012 im Rahmen eines Seminars an der Humboldt-Universität entstanden ist und seitdem durch ganz Deutschland getourt ist. Von 2015 bis 2018 hat Natascha ihr Buch Sisters and Souls, eine Anthologie, die die ghanisch-deutsche Dichterin May Ayim würdigt, als Performance-Reihe im Hauhebel am Ufertheater hier in Berlin auf die Bühne gebracht, und zwar unter dem Titel May Sister. 2018 erschien dann auch ihr Filmdebüt mit dem Titel Melis Erwachen, der auf der 10. Berlin Biennale Premiere gefeiert hat, mittlerweile auch weltweit in Museen gezeigt wurde und 2018 mit dem Black Laurel Film Award in San Francisco ausgezeichnet wurde. Zuletzt hat Natascha ihr neuestes Buch The Comet fertiggestellt, das noch nicht erschienen ist, aber bald heraus. Ach, ist es erschienen? Inzwischen, ah, okay. Ja. Ah, herzlichen Glückwunsch. Genau. Und sie hat hier am LCB die Webresidenz kuratiert. Zu den Hintergründen dieser Webresidenz. In diesem Jahr konnten wir nicht, wie sonst üblich, internationale Autorinnen und Autoren im LCB hier im Gästehaus willkommen heißen.
Und so schade das auch ist, es hat eben halt auch Räume, neue Räume, digitale Räume und Möglichkeiten eröffnet, AutorInnen auf anderen Wegen zu fördern und zu unterstützen. Diese Webresidenz ist gewissermaßen eine Erweiterung der klassischen Residenzprogramme, die wir hier am LCB haben. Und wir wollten den 6 eingeladenen AutorInnen einen Raum eröffnen, in dem sie sich miteinander austauschen können, in dem sie über ihr Schreiben diskutieren können und gleichzeitig inspiriert von diesem Prozess und inspiriert von dieser Bewegung auch eigene Texte produzieren. Genau, Isma hat sie bereits erwähnt, die beiden Livestreams, die man auf unserer Webseite und auf dem Vimeo-Kanal noch abrufen kann. Das vielleicht erstmal als einleitende Worte. Also Natascha, wir kennen uns noch gar nicht so lange. Wir haben vor 3 Monaten zum ersten Mal miteinander telefoniert. Damals hatten wir eine ganz grobe Idee davon, wie diese Webresidenz aussehen könnte. Du stecktest mitten in den Vorbereitungen für dein Buch und warst eigentlich sehr beschäftigt und hast dann aber zu unserem Glück und zu unserer Freude trotzdem zugesagt und hast diese Webresidenz kuratiert, worüber ich wahnsinnig froh bin und auch sehr, sehr dankbar. Du hast dann kurz nach unserem Telefonat eine erste Projektskizze geschickt, in der du deine Ideen ausformuliert hattest und deine Gedanken in Worte gefasst hattest. Ich würde damit jetzt gerne einsteigen, dass du vielleicht nochmal erzählst, was diese Idee ausmacht und wie dieses Konzept für diese Webresidenz aussah. Mhm. Genau, also im Prinzip, erstmal vielen Dank für die einleitenden Worte. Ich habe irgendwie gedacht, wer ist das eigentlich so? Aber, und auch die Einladung, ich freue mich auch echt, dass ich das machen durfte. Also es war für mich auch eine bereichernde Erfahrung auf jeden Fall. Und ich konnte, kann nur an unsere Vorredner anschließen. Also die Maske, als ich gehört habe, dass ihr etwas mit oder zu Masken machen wollte, war natürlich zuerst mal der Alltag da. Ne? Also Corona war plötzlich präsent, dass wir natürlich überall Masken tragen müssen. Und ich bin dann so im alltäglichen habe ich irgendwie wirklich gesehen, und das war das Erste, was mir so aufgefallen ist, wie unterschiedlich Masken sind. Ne? Also einige haben wirklich diese Wegwerfmasken, die auch inzwischen überall rumfliegen, wo wir uns eine neue Klimafrage stellen müssen bezüglich diesen Masken. Ja? Und andere waren aber auch extrem kreativ. Die waren bunt, die waren gestreift, die waren gepunktet, die hatten irgendwelche Gesichter, Munde drauf, Augen. Und dann habe ich irgendwie das erste Mal für mich überhaupt noch näher hingeguckt und mich gefragt, was sagen die Masken eigentlich über den Menschen dahinter aus? Das war so die erste Assoziation, die mir kam mit der Maske. Und dann war die Pandora-Büchse auf, sozusagen, weil es kamen so tausende Bedeutungen. Umso mehr ich über das Konzept dann nachgedacht habe, umso mehr Beispiele präsentierten sich. Ne? Ob es jetzt wirklich Masken im Alltag, im Corona-Alltag, muss ich ja sagen, war, ist das eine. Aber das andere ist, gerade als Afrofuturist und Science-Fiction-Fan, ist ja, die Superhelden tragen ja auch alle Masken. Und da war ja auch dann die Frage, wer verbirgt sich eigentlich dahinter? Spider-Man und wie heißt der? Ich habe seinen Batman. Peter Parker. So. ist das überhaupt eine und dieselbe Person? Was passiert, wenn man dann diese Maske auszieht? Und dann gibt es natürlich die afrikanischen Masken, die auch in einem europäischen Kontext ja eine ganz andere Bedeutung erhalten, sind ja eher spirituelle oder religiöse Bedeutungen, die werden dann reduziert auf ein Kunstobjekt und in irgendwelchen Museen gehangen, überhaupt an eine Wand zu hängen, da gehören sie ja zum größten Teil ja auch nicht hin. Und also umso weiter ich gesucht habe, umso mehr Beispiele habe ich tatsächlich gefunden in unterschiedlichen Bereichen. Aber nicht nur die physischen Masken fand ich interessant, sondern tatsächlich der Prozess des Maskierens. Und so kam tatsächlich auch der Titel
zustande? Das wäre jetzt meine nächste Frage. Okay. Nein, aber vielleicht, nee, ich habe die Angewohnheit, zu viel zu sprechen. Nein. Also, nee, ich wollte deinen Flow da gar nicht unterbrechen. Das wäre tatsächlich, also ich, genau, die, der Titel, der Unterstrich, ja, der ja die ganze Komplexität deines Konzepts eigentlich auch schon beinhaltet. Also genau, der Unterstrich gehört für mich ja wirklich dazu. Also es ist ja sozusagen dieses dritte physische, also sowohl, also nochmal insgesamt, die Maske an sich ist ja etwas sehr Physisches, etwas sehr Sichtbares, was Unsichtbares vielleicht auch sichtbar macht, in der Form von Sprache alleine. Ne? Also wir kriegen ja eine ganz andere Beziehung zum Sprechen, wenn wir eine Maske aufhaben. Egal welche Maske erstmal, ob es jetzt eine Corona-Maske ist oder die vielen anderen, aber auch eben das Maskieren an sich, also dieser Prozess des sich eine Maske aufzusetzen, also in diesem Sinne oder wie auch immer, es gibt ja unterschiedliche Masken, hat für mich noch eine zusätzliche Bedeutung bekommen, was ich dann eben versucht habe mit diesem Unterstrich ja, schriftsprachlich zu kennzeichnen. Es geht ja im Prinzip darum, dass Oppositionen ja aufgemacht werden, ne? Also maskieren, demaskieren, sprechen, schweigen, reden und schweigen oder fast dasselbe, aber es ist im Prinzip, der Unterstrich machte nicht nur diese Gegensätze so deutlich, sondern machte auch gleichzeitig einen dritten Raum auf, wo gerade in antirassistischen oder in dekolonialen Kontexten dieser dritte Raum ja immer auch besetzt wird. Ne? Für Leute, die weder auf die eine Seite noch auf die andere Seite passen, sondern im Sinne von Homi Bahaba diese so-called Third Space eröffnet, um eben Liberation und Freiheit überhaupt sprechbar, denkbar, einen Handlungsraum zu eröffnen. Und so war für mich irgendwie der Titel, also Unmasking Difference, im Prinzip war für mich dann genau das, also diese Vieldimensionalität darzustellen, dass es natürlich nicht nur um das Physische auf der einen Seite geht, sondern auch um eine soziolinguistische Bedeutung das Ganze hat. Es geht um Räume, es geht um Zeit auch, es geht um ganz viele Dinge, die vorher gar nicht anfassbar waren. Und für mich, also um das in der Theorie vielleicht nochmal zu verpacken, lässt sich das sehr gut an Du Bois tatsächlich beschreiben. Du Bois beschreibt ja The Veil als physische Manifestation von The Color Line, wo er versucht eben Rassismus zu erklären und als systemisches Gebilde zu erklären. Und für mich war die Maske sozusagen diese physische Manifestation von The Veil, was eigentlich bei Du Bois nur im Kopf abläuft, war plötzlich da. Mhm. Ne? Und machte dann einfach so ein Realm auf. Und das haben wir ja gesehen an den Autorinnen, was dann dabei rausgekommen ist. Ne? Also so unterschiedlich und doch so gleich. Ne? Ja. Also the same, same, but different Prinzip. Und ich finde auch das, was in deinem Konzept oder auch in der Einleitung jetzt zum Essay anklingt, nämlich diese, also die Bedeutungsvielfalt einerseits, aber auch die Ambivalenz und die konträren Bedeutungen, die je nach Situation, je nach Kontext werden Masken ja unterschiedlich gedeutet und auch bewertet. Und deswegen gefällt mir dieser Titel so gut, weil ich finde, das schwingt in diesen wenigen Worten und in diesem Unterstrich schon alles mit. Und genau, und die Beiträge von den AutorInnen, die jetzt in diesem E-Book, das heute erschienen ist, also man kann es jetzt bei Mikrotext erwerben, sind wahnsinnig vielfältig in ganz unterschiedlichen, also auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Also es ist einmal die Form, finde ich, also es ist eine beeindruckende Vielfalt. Es sind Essays, es sind hybride Essays, es sind lyrische Essays, Kurzgeschichten, ein Gedicht, es gibt sogar ein experimentelles Theaterstück, es gibt einen Briefwechsel zwischen zwei Autorinnen. Das alles wurde von nur sechs
von 6 Leuten eigentlich geschaffen. Und, ja. und online. Online, ja, genau. Und gleichzeitig ist es aber auch, werden ganz, ganz viele unterschiedliche Aspekte vom Masken, vom Prozess des Unmaskings aufgegriffen. Also natürlich geht es um Rassismuserfahrungen, es geht um Polizeigewalt. George Floyd wird in mehreren Essays auch namentlich erwähnt. Es geht dann aber auch um Religion, um Kultur, um Feminismus, um Queerness, und es sind so viele unterschiedliche Facetten. Ja, und das alles intersektional. Genau. Ja. Es geht so eine Matrix auf. Also das war eigentlich das Schöne, dass glaube ich, dieser der verbindende Moment tatsächlich die Maske war als Symbol, aber auch als vielfältiges Symbol. Also es ist es geht ja nicht nur um Corona, ist natürlich eine gegenwärtige Lesart dieser Maske, aber es ging ja eben um so viel mehr, also was jenseits dieser physischen Manifestation tatsächlich der Maske an sich war, sondern es ging ja so in die Tiefe, es ging um vom Candomblé und Zeremonien im afro-brasilianischen bis hin zu Masking als oder der Körper an sich als die Maske, Performance als Maske oder performing the mask, ich weiß gar nicht, wie man das so sagen würde, aber ich teile deine Meinung, aber auch intergenerational, ne? Gerade die Geschichte von Precious, also Uganda war ja sehr intergenerational, was eben nochmal diesen Zeitsprung gemacht hat, also wo im Prinzip die Maske als Synonym für diese zwischengenerational Lapse oder ich weiß nicht, wie ich das beschreiben würde, darstellt. Oder auch in den Texten von Cherie und Olumide spielt Zeit ja auch vielleicht ist das der richtige Moment, um diese Videos jetzt einzuspielen, damit die Leute ein bisschen besser verstehen, worüber wir reden. Ja. Hi, I'm Cherie Renee Thomas. I'm the author of Nine Bar Blues, Stories from an Ancient Future, and the editor of the magazine of fantasy and science fiction. I'm very honored to create an original short story that explores the ideal of mask and unmasking difference. In my story, The Mask of the Nautilus, I'm exploring a very old tradition of masquerade, but also a tradition of hiding one's feelings in public as a coping mechanism when you've experienced a great deal of trauma. In my story, I'm exploring the belief that there is a meaningful connection between power, creativity, and identity. In the tale that I've created, the masks reinforce or subvert social order, depending on the bodies, and of course the psyches hidden within. In my work, mask is both a noun and a verb. Masks are the means of concealment and confession, the human and the otherworldly, the sacred and the profane. The story centers a traveling mask maker and their unique customers on how members of a small unnamed community use the mask to help navigate powerful emotions, dreams, and ambitions in the wake of triumphs and great trauma. The mask maker is drawn to this particular community after yet another member of them is killed by the police, who of course are not held accountable. The community experience a range of emotions that are explored in the mask as they choose the mask that best expresses the face that they would provide to the world. In this work, the line between the mask maker and the mask wearers is an interchangeable force. The masks are transformative devices that excavate and hide histories, reveal and conceal shared and personal memory. Each wearer becomes a maker of sorts, navigating their own narratives, the symbolic spaces of how their inner psyches and the public narratives interact and shape who they are and how they are seen. From the blank mask, animal mask, and the mask as a second skin,
These masks are repurposed, and the mask of gods and the mask of individuals become one and the same. Riding on the intersection of ritual power and transformation, I hope to explore the carnivalesque, the shamanic imagination, and the temporal and technological possibilities of mask to help us all think more deeply about how we move through space as a society, through time, through trauma, and the other liminal spaces that we exist in. Thank you. Hello, people from LCB, my professor, advisor, Natasha Kelly. First of all, I'd like to thank the opportunity to participate in this residence. It's been a very important process for me. In my article, my approach is about the syncretism as a mask in Brazil, especially in terms of Afro-Brazilian religion. So the syncretism was necessary in Brazil as a way to keep these religions alive. We have, of course, the colonial imposition of a religion in Brazil, and the syncretism was necessary to keep the religion alive. We don't see syncretism only as a way of oppression. Of course, it is, because it was necessary. It's a tool, it was a necessary tool to keep this religion alive. But we also think the syncretism as a strategy of Black people to continue to adore our goddess and our goddess in our religion. So I think in the first moment, my article, it's about the syncretism as a mask. And the second part of my article, I am discussing how it's important today to break this mask and bring all the potential of the Afro-Brazilian goddess and gods, and to think the mask as a way of power of in this religion. Each orisha has a different mask, has a different clothes, has a different way to be, and to show this multiplicity, it's very important to break this idea of this that the colonialism put on us, this idea of being Black as only one thing. So I think that the mask, first of all, the syncretism as a mask, and then after, I think the necessity to break this mask and show our multiplicity and our potential as Afro-Brazilian religions in Brazil. Hello, my name is Precious Colette Kemgisha, and I'm a writer and creative writing tutor and editor based here in Kampala, Uganda. I am currently writing a speculative fiction short story collection that's due out in 2021. I'm so honored to be part of the LCB writing residency and to be amongst these wonderful writers. I believe I'm going to learn so much from this, and I hope to be able to explore the issues of feminism and power in the topic that we've been given to write about, which is unmasking. Once again, I'm so grateful to be part of this group. If anybody wants to get in touch with me on social media, my handle is IamPreciousCK. Look forward to hearing from you, and very, very much happy to be here. Olá, eu sou Jefferson Tenório, sou escritor, moro no Brasil, em Porto Alegre, e este ano recebi o convite de participar da residência literária em Berlim, e foi uma experiência bastante rica, uma experiência em que eu pude refletir e também conversar com outros autores de várias partes do país e com a curadoria da Natasha Kelly, que propôs que a gente pudesse pensar sobre o conceito de máscara nas suas várias perspectivas, tanto na perspectiva da pandemia, na perspectiva africana e nas perspectivas também das máscaras sociais. Acho que eu consegui contribuir colocando a minha experiência como homem negro, escritor, no sul do país. Acabei escrevendo um conto em que relata justamente essa experiência no conto Instruções para um Exame. Acredito que as nossas discussões, juntamente com as reflexões que nós fizemos,
transformar essa experiência no momento único, singular, e depois, como resultado, tivemos esse e-book. Então, agradeço aos meus colegas, escritores, à curadoria e à organização dessa residência literária. Hello there, I'm Logan February. I'm a non-binary poet, essayist and songwriter from Nigeria, and it's been a privilege to be one of the resident authors at LCB's Unmasking Difference virtual residency. The residency has been an amazing experience to get to be among so many brilliant writers and to be curated by the intellectual rigor of Natasha A. Kelly, and to just get to be together and think about our world and the times we're living through. I've worked on a lyric essay on performance and gender and drama. It focuses on Bertolt Brecht's play, The Good Woman of Setswan, and uses that as a focal point to examine the body as a mask and what sorts of performance come out of that. So I had a great time thinking about that, had a great time talking about that in the presentations, and I hope you get to enjoy the final product in the ebook. I've also worked on a collaborative piece, it's an experimental piece with another of the authors of the residency, Olumide Popola and I. We've worked on a piece called Bodies of Experience, which explores the masking of leadership, especially in Nigeria and on the African continent, and especially in light of recent events surrounding protests in Nigeria and police brutality. And for that reason, it was a very, very important project for me to work on. And it was great to work with Olumide, and the piece is so experimental and it's a true collaboration. We have photographs from other artists from Nigeria. So I really, really was happy to work on that. And I hope you enjoy it and you will purchase the ebook to check out all the amazing writing that is included in it. Thank you so much. And thank you, LCB. Hi, I'm Olumide Popola, and I'm a writer, and I'm very excited to be part of Unmasking Difference, curated by Natasha R. Kelly. I'm excited because I think the topic and the angle is really useful for this particular moment in time. I think it allows us to reflect on a lot of important issues in interesting ways. And the piece that I'm submitting is a collaborative piece with Logan February. It's called Bodies of Experience, and it takes the black queer body and situates it in different contexts and against different mythologies and ideas. So I am very excited to share the ideas behind that with you, and I hope you'll join us on the live stream and discuss what it's all about. Thank you. Sind sie die sechs AutorInnen, die an der Residenz beteiligt waren. Ich muss sagen, auch für mich war dieser Prozess wahnsinnig inspirierend. Ich bin vor allem begeistert von dem Input, den alle sechs AutorInnen gegeben haben. Also Logan hat es erwähnt, es sind auch Fotos, Bilder irgendwie entstanden, die in diesem E-Book eingebettet sind. Manche Autorinnen haben mehrere Texte geschrieben. Jamila hat Interviews für ihren Essay geschrieben. Mich würde interessieren, was dich inspiriert hat, was dich beeindruckt hat an den Beiträgen und an diesem Austausch. Natürlich habe ich keine no favorite author. Das darf ich jetzt natürlich nicht sagen. Aber ich wurde auf unterschiedliche Art unterschiedlich inspiriert. Und ich glaube, von jeder der Autorinnen auf einer besonderen Art, glaube ich. Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte, um das irgendwie zusammenzufassen. Für mich
Eine sehr beeindruckende Sache war die Art, wie Cherie schreibt, dass sie im Prinzip anfängt mit einem Gedicht. Also sie hat ja auch zwei Teile sozusagen. Sie hat ja zuerst ein Gedicht geschrieben und aus diesem Gedicht ist dann The Short Story entwickelt worden. Und das fand ich sehr, sehr beeindruckend, weil es die Geschichte aus unterschiedlichen Perspektiven aneinander webt, diese beiden Teile sozusagen. Und das aus einem sehr lyrischen, poetischen Stück so materialisiert wird in einer Story, das fand ich auf jeden Fall von der Technik, also von der Art, sehr beeindruckend. Ich fand Olumide und Logans Zusammenarbeit, also dass die sich auch gefunden haben, war großartig, weil das war ja gar nicht geplant oder so, sondern das hat sich wirklich so ergeben, dass sie gesagt haben, ja, okay, dann lass uns doch mal was zusammenschreiben, was aus ihrem kulturellen Kontext zum einen herauskam, beide with a Nigerian background, aber auch als queere Menschen, die sich da finden konnten. Und dieses kollaborative Stück ist auch so multifaceted und intersektional, also alleine auch vom Aufbau. Also es fängt ja mit einem Briefwechsel an, dann geht es in einem, der zweite Akt, in ein Theaterstück über, um dann eine Photostory zu werden, sozusagen am Ende, was ich auch sehr beeindruckend finde, also von der, also nicht nur von der Form, sondern auch von dem Austausch und die Perspektiven, die sie auch da einweben in dem Stück. Ich hätte Stücke gesagt, aber es ist ja ein Stück. Ich fand es die Tiefe sehr, habe ich mein vollstes Respekt, beispielsweise von Precious Geschichte, die sehr intim ist, diese Geschichte, eine sehr intim feministische Geschichte des Afrikaner-Feminism, der Rituen, der, das hat mich sehr bewegt auch, also auch in meinem Frausein hat mich das gepackt. Also ich musste das, glaube ich, auch beim ersten Lesen, die erste Fassung auch erstmal weglegen. Da habe ich irgendwie gedacht, Moment mal, ich brauche jetzt erstmal eine kleine emotionale Distanz, bis ich das jetzt nochmal lese und dann nochmal. Und das war also für mich persönlich auch eine Herausforderung, würde ich sagen, wo ich mich sehr, weil ich natürlich jetzt 2 Monate letztes Jahr in Brasilien verbringen durfte und auch Candomblé kennengelernt habe, war ich Jamila für ihre Einblicke sehr dankbar, weil das für mich eher eine Erfahrung war, die ich nur von außen oder primär vielleicht mit einem Fuß drin machen durfte. Aber sie ist ja von klein auf groß geworden mit der Candomblé-Religion und das fand ich auch sehr, sehr tiefgründig auch. Und ich glaube, Jefferson war mir vielleicht tatsächlich am nächsten, würde ich tatsächlich sagen, in seiner Geschichte, weil er sehr realitätsnah schreibt. Ne? Also während die anderen Science Fiction irgendwo waren in Time and Space sozusagen, war Jefferson im Hier und Jetzt und da, mit seiner Story sehr nah am Alltag, an Reality, mit Supermarkt und Cars und Zigaretten, hätte ich fast gesagt, ne? Während bei den anderen Geschichten wir uns erstmal fragen müssen, oh, wo sind die? Mhm. Ne? Also in welcher Raum, in welcher Zeit findet das Ganze jetzt hier überhaupt statt? War er einfach da. Und das ist für mich, war ich am nächsten mit einfach, wo ich irgendwie sofort relaten konnte, auch direkt mit, ohne Fragezeichen. Das war so on point. Also auch sehr, sehr schön, sehr von James Baldwin beeinflusst. Das konnten wir sehen. Das war einfach auch, also sie hatten alle ihre Besonderheiten. Alleinstellungsmerkmale. Ne? Alleinstellungsmerkmale. Und ich war auch von Logans Solo-Piece auch sehr beeindruckt, dass er ausgerechnet von Bertolt Brecht eine Geschichte sich aber ausgesucht sehr passend. Hat. Also sehr, sehr das, passend, ja. Absolut. Ich fand diesen Essay wirklich, der ist so rund irgendwie und also er, muss man vielleicht erklären, er schreibt in 25, 26 Absätzen, Punkten und Verses maybe? Oh, ja, Verses, genau. Er nennt es ja auch ein lyrisches Essay und ich habe auch das Gefühl, dass jeder Punkt
also die folgen mit so einer Schlüssigkeit aufeinander und er entwickelt seine Gedanken so rund. Also das hat mich ja, und er nimmt einen mit, ne? Also ja. Es ist wirklich wie eine Performance, also dass man sich nicht selbst noch anfängt zu bewegen danach, ja. War so ein bisschen das, was so die Wirkung auf mich war, dass ich irgendwie so ein, also dieser Text bewegt sich, ne? Mhm. Also es ist ein sehr performativen, dann fängst du an so, ne? So ein bisschen, so fand ich, es war sehr, also sehr lebhaft einfach, ja. Ne? Sehr, es hat gelebt. Ja. Ne? Ich muss so ein bisschen auf die Uhr gucken, wir haben nämlich jetzt schon 15 Minuten überzogen. Oh. Insofern, ich finde es eigentlich total spannend, jetzt weiter in diese Texte einzusteigen und da noch ein bisschen länger drüber zu reden. Aber ich glaube, wir machen jetzt weiter mit der Videobotschaft von Evaristo Conceição. Und ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich für Gerne. Das Gespräch, aber auch für die Zusammenarbeit in den letzten Monaten. Danke dir. Danke, dass ich hier sein durfte auch. Ja. Sehr gerne. Pensando sobre os vários sentidos da máscara, eu gostaria de falar um pouco sobre a reversão de sentidos que acabou sendo efetuada na máscara que cobre o rosto de escrava Anastácia. E eu tenho chamado essa reversão do silêncio da máscara ao grito. Essa máscara, nós vemos no rosto de escrava Anastácia, a história não traz muitas informações, são várias as narrativas em relação a quem seria a Anastácia e algumas datas dizem que ela chega ao Brasil em 1740. Há várias histórias também por que aquela máscara no rosto de Anastácia. Uns dizem que é porque a sinhazinha tinha muitos ciúmes da beleza dela, outros falam que é porque ela se negou a entregar ao senhor, outros falam, inclusive, que ela era filha de um famoso Chico Rei em Minas Gerais. Ele chega também ao Brasil como sujeito escravizado e consegue construir uma mina, comprar uma mina de ouro. Então, são várias narrativas sobre quem seria essa pessoa, a escrava Anastácia. Mas o que nos interessa não é quem seria, não é a história de Anastácia como sujeito histórico. O que nos interessa é muito mais uma narrativa mítica sobre Anastácia e aquela máscara. Bom, a máscara, além dela impedir o sujeito de alimentar, como Grada Quilomba chama atenção, a máscara ela simboliza justamente o silenciamento colonial sobre o sujeito escravizado. A máscara impediria o sujeito escravizado de falar justamente o que o domínio colonial não queria que esse sujeito escravizado falasse. E aí, diante dessa constatação de Grada, ela, inclusive, recusa mostrar o rosto de Anastácia com aquela máscara. Ao contrário de nós brasileiros, a foto de Anastácia ela é muito veiculada, inclusive veiculada em formas de orações. E o mais interessante é o seguinte, que essa imagem de Anastácia ela vai ganhar uma certa visibilidade quando se comemorava o 80º aniversário da assinatura de Lei Áurea. Então, é a primeira vez que Anastácia, né, com esse rosto, com essa máscara, vai ser bastante reverenciado, que vai ser no Museu dos Homens Pretos e de Cor, na igreja muito próximo da igreja, justamente da igreja dos Homens Pretos e de Cor.
E ali então fica o rosto de Anastácia com a máscara, sem causar grandes, como é que fala, grandes transtornos. Na década de 70, aí sim, essa imagem de Anastácia com a máscara, ela ganha uma proeminência muito grande, ela se torna muito visualizada, porque nesse momento ela é apropriada pelo movimento negro. Então, tem um dia ali na Igreja dos Homens Pretos de Cor, que foi inclusive instituído a Missa de Anastácia. E acabava a Missa de Anastácia, tinha batuque, tinha danças, tinha comidas baianas, tinha cerveja, tudo comemorando a Anastácia, com a sua máscara. Só que esse comportamento agride, inclusive, o comportamento católico da missa, algo sagrado, algo silencioso. Há uma pesquisadora, uma antropóloga, que em 2001, ela estuda essa máscara, essa imagem de Anastácia relacionada à Igreja dos Homens Preto e de Cor. E há um momento, inclusive, que a Igreja Católica descontente, o bispo do Rio de Janeiro, descontente com esse grito, com essa falação mesmo, né, em torno de Anastácia, ele retira essa imagem de Anastácia da Igreja. E é nesse momento que eu venho considerando a reversão do silêncio de Anastácia, essa máscara que significava Anastácia, ela vai sendo afrouxada, né? Ela vai sendo destruída mesmo através do que Anastácia passa a simbolizar. Então, ironicamente, uma máscara que simbolizaria o silêncio, o silenciamento colocado já, inclusive, pela Mônica Dias em 2001 e colocado também por Grada Quilombo, esse silenciamento, essa máscara, ela provoca um efeito contrário. E como ela provoca um efeito contrário? O que significa silêncio ao ser apropriado pelo movimento negro por determinados grupos sociais? Ele é apropriado justamente por ações que significam o não silêncio, que significam o grito. Então, Anastácia, ela passa a ser enredo de escola de samba. Anastácia, ela vai ser vai nomear dois grupos de mulheres, um em Porto Alegre, outro no Maranhão. O de Porto Alegre cantava rap e o de Maranhão canta hip hop. O de Porto Alegre surge em 2000, e justamente nessa com um discurso com músicas e rap, justamente essa movimentação do corpo, da fala, do grito, e cantando justamente a dignidade das mulheres. E também é esse grupo de hip hop também é no Maranhão. Anastácia também, ela vai passar em 1990 também, uma novela na TV Manchete. Essa novela, inclusive a figura de Anastácia, vai ter uma confluência, vai se confundir com a própria narrativa de Oxum. Há um filme também que, inclusive, quem estreia é a ópera, aquela atriz afro-americana, um filme também sobre Anastácia. Então, na verdade, o silêncio, ele vai sendo rompido metaforicamente através de ações que significam justamente o não silêncio. E o que eu tenho afirmado também? Há povos que conseguem falar pelos orifícios da máscara. E aí eu imagino justamente Anastácia não mais como um sujeito individual. Essa máscara colocada na Anastácia, essa máscara colocada nos afrodiaspóricos, na coletividade afrodiaspórica, ela é rompida justamente pela coletividade,
Então são povos que aprendem a falar pelos orifícios da máscara. E eles vão falando pelo orifício da máscara com tanta veemência que eles acabam rompendo a máscara. Então tem esse desenho já do artista Yuri, sem a Anastácia, sem a máscara. Só que nós pedimos uma outra menina também, que lida muito bem com o desenho já pela internet, ela fez esse rompimento em progressão, porque, na verdade, também romper os orifícios da máscara, você não rompe de uma hora para outra, né? Então, coletivamente, essas ações coletivas e que metaforizam o grito, elas foram rompendo pouco a pouco a máscara, né? Até o momento que a Anastácia já aparece, o desenho de Anastácia, a imagem de Anastácia já aparece sem a máscara, justamente porque o silêncio, o silenciamento se transformou em grito. Em torno de Anastácia foi criada uma mítica católica, inclusive várias pessoas são fervorosas de Anastácia, e eu digo que eu sou uma, inclusive eu tenho um quadro de Anastácia com a máscara. Então, há também uma imagem bastante interessante colocada justamente pela Mônica Dias, essa antropóloga que fez a tese em 2001, uma das maneiras também como o movimento negro se apropria de escrava Anastácia, e eu também tenho feito o exercício de não falar escrava Anastácia, e sim rainha Anastácia. Então, uma das maneiras como o movimento negro se apropria de rainha Anastácia é que, enquanto existe Nossa Senhora, que é a mãe da humanidade, Anastácia simbolizaria justamente a mãe do povo negro. Ja, und willkommen zurück zu Teil 3 von Unmasking Difference. Und ich freue mich, ich bin Natasha Kelly, ich habe ja genug geredet jetzt. Ich freue mich auf meine Gäste Amina Eisner und Mohammed Amjahid. Ich würde euch erstmal kurz vorstellen, wenn ich darf, und dann steigen wir in die Thematik ein. Ja? Also, Amina. Erstmal, Amina ist fangen wir 2010 an. 2010 hast du ein BA in Drama gemacht an der Liverpool John Morse University in the UK bis 2013. Und seit 2013 bist du freie Autorin und Regieassistentin am Ballhaus Naunenstraße. Zum neuen Projekt kommen wir vielleicht gleich, ja. Von 2015 bis 2018 hast du dann auch eine Schauspielausbildung gemacht an der Identity School of Drama in London auch. In London. Und von 2017 bis 2019, also mehr oder weniger parallel, wenn ich das jetzt richtig lese, auch in Dramatic Writing an der Drama Center in London. Du bist also Schreiberin und Autorin. 2015 hast du dann auch den Text und mit Tandi Sebe die Hauptrolle von Jung, Giftig und Schwarz geschrieben, beziehungsweise auch gespielt. Ne? Das auch nicht nur am Ballhaus Naunenstraße hier in Berlin, sondern auch an der Theaterrampe in Stuttgart aufgeführt wurde. Dazu gleich auch mehr. Ich freue mich natürlich, dass du meine Hauptdarstellerin bist in meinem Stück, nämlich. Ich mache tatsächlich auch Theater in Afrokultur. Der Raum zwischen gestern und morgen, was dieses Jahr eigentlich am Schauspielhaus in Düsseldorf aufgeführt werden sollte, aber verschoben wird auf nächstes Jahr, wir hoffen es, nächsten
nächstes Jahr Mai, dazu aber auch gleich mehr. Und du bist auch Hörspielautorin beim WDR. Eine ganz spannende Geschichte, darüber reden wir auch gleich unbedingt, weil das alles im Kontext von Unmasking Difference tatsächlich reinpasst. Herzlich willkommen, lieber Danke für Amina. Die Einladung. Ja, und was eine Sache, die ich auch ganz wichtig finde, die ich nicht vergessen darf, ist, dass du natürlich auch sehr, sehr lange in der schwarzen deutschen Community bist ja hineingeboren, ja, sozusagen, und auch sehr aktivistisch tätig bist. Ne? Das ist, finde ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt in diesem ganzen Kontext. Mohammed, herzlich willkommen auch. Mohammed hat Politikwissenschaften studiert, ja, und ein Volontariat beim Tagesspiegel gemacht, von 2004 bis 2016. Ja. Dann hast du als Redakteur beim Zeit und Zeit Magazine gearbeitet, von 2016 bis 2020, unter anderem für das Politikressort. Ja. Seit 2020, also Anfang des Jahres praktisch, bist du freier Journalist, unter anderem auch als Kolumnist bei der Taz, wo du eine Kolumne hast, die heißt Nachrichten. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja. Nachrichten. Ne? Dazu auch gleich mehr, was ich auch super spannend finde. Du bist aber auch Buchautor, hast 2007, ist das dein erstes Buch gewesen? Genau, 2017. 2017, Unterweisen, was es heißt, privilegiert zu sein. Also wo es da um Alltagsrassismus geht und Erfahrungen von POCs in Deutschland. Ja. Du hast zahlreiche Auszeichnungen. Also ich habe dann online eine ganze Liste gesehen. Ne? Ich habe erstmal nur zwei rausgesucht. Nicht, um dich jetzt irgendwie hier in den Schatten zu stellen oder so, sondern weil ich gerade diese beiden wirklich extrem interessant fand für diesen Kontext. Und würde dann auch gleich irgendwie so überschwingen zur ersten Frage. Und zwar hast du 2018 den Nannenpreis und 2017, also ein Jahr zuvor, den Deutschen Reporterpreis bekommen für einen Artikel, den du geschrieben hast mit dem Titel »Ein Anschlag ist zu erwarten«, was über den Attentat von Anis Amri ging, wo du im Prinzip, es war ein Investigative Piece sozusagen, wo du recherchiert hast, was diesen Menschen dazu veranlasst hat, im Prinzip mit diesem LKW zu Weihnachten in diese Menschenmasse hier in Berlin reinzufahren. Und da sind wir nämlich auch tatsächlich bei meiner ersten Frage. Inwieweit würdest du Investigative Journalism als eine Form oder eine Praxis des Unmasking verstehen? Ja, danke erstmal für die Einladung und für die ganz spannenden Beiträge gerade. Was ist Realität? Also es ist tatsächlich etwas Relatives. Also wenn man drei Leute fragen würde zu ihrer Realität, würden, glaube ich, vier Antworten auftauchen. Und dennoch kann man aus journalistischer Sicht natürlich über Fakten sprechen, darüber reden, wie es eigentlich geht, verschiedene Realitäten zumindest irgendwie sichtbar zu machen und auf den Tisch zu legen. Und das ist ein gutes Beispiel mit Anis Amri, was wir, ich habe das mit mehreren Kolleginnen und Kollegen gemacht, damals nach dem Anschlag, dass wir eigentlich nur erstmal dokumentieren wollten, was passiert ist und wie es zu diesem terroristischen Anschlag kommen konnte. Und unsere Aufgabe war, aus verschiedenen Perspektiven tatsächlich ein Unmasking zu versuchen, nicht nur was das Tatmotiv des Anis Amri angeht, sondern auch den Rahmen nochmal zu demaskieren, in dem diese Tat auch möglich gemacht worden ist. Das sind jetzt, glaube ich, ganz komplizierte Mechanismen, die ich nur aufzählen kann. Also die ganzen Migrationsströme, wie der Sicherheitsapparat in Europa, in Deutschland und die Kooperation auch mit nordafrikanischen Regimen funktioniert, aber auch der Gefängniskomplex in Europa, wo es darum ging, dass laut unserer Recherche Anis Amri sich überhaupt erst radikalisiert hat in einem italienischen Gefängnis. Ich bin damals nach Tunesien geflogen und habe mir seine Biografie angeguckt, mit seiner Familie gesprochen
wo wir gut aufschreiben konnten, wie die Karriere von einem gescheiterten jungen Mann hin zu einem Kleinkriminellen, hin nach seiner sogenannten illegalen Migration nach Italien, hin zu einem radikalisierten Menschen, der dann in Berlin angekommen ist, wie das eine zum anderen geführt hat und die deutschen Sicherheitsbehörden das auch einfach, die hätten das laut unseren Recherchen auch verhindern können. Es gab viele verschiedene Informationsquellen, auch aus Nordafrika, die davor gewarnt haben, dass sowas passieren konnte. Und das verstehe ich tatsächlich unter investigativem Journalismus. Das Unmasking von Antworten, die vermeintlich so einfach sind. Also viele haben gesagt, ah ja, alle Muslime, alle Mohammeds, die machen doch alle sowas. Und die Geschichte ist tatsächlich viel komplizierter. Und das ist ein Beitrag, um quasi in der Diskussion auch einzugreifen und zu sagen, das hat tatsächlich was mit postkolonialen Strukturen zum Beispiel zu tun. Mhm. Da fällt mir tatsächlich irgendwie auch Frantz Fanon ein, während du das jetzt diesen Prozess von Amri beschrieben hast, dieses Black Skin, White Mask, das ist ja auch eine der Metapher, die wir ja während der Residency ja auch benutzt haben, wahrscheinlich eine der sehr bekannten Masken im postkolonialen Kontext. Wie siehst du, inwieweit würdest du sagen, ist diese White Mask, wie es Fanon beschreibt, Teil unserer Gesellschaft? Ist es irgendwie strukturell schon eingewoben ein Stück weit, dass eine Demaskierung, wie du sagst auf Deutsch, ein Unmasking sowieso früher oder später passieren muss aus widerständiger Perspektive? Auf jeden Fall. Ich habe vorgestern noch ein paar Texte zu Code-Switching mir durchgelesen. Aus rassismuskritischer Sicht ist es Black Knowledge Production, was ein Blessing für alle rassifizierten quasi Individuen auf dieser Welt ist, sich nochmal das schwarze Wissen quasi anzugucken, ohne dass man es relativiert, ist aber gleichzeitig davon zu profitieren als rassifizierte Person, die jetzt in meinem Fall nicht schwarz ist. Und Code-Switching meint eigentlich nur, dass in verschiedenen Kontexten rassifizierte Menschen sich verschieden verhalten, auch als Schutzmechanismus zum Beispiel. Da ist mir dann direkt eingefallen, wie ich in der Deutschen Bahn, wenn ich im Zug sitze, angefangen habe, als sehr junger Mensch in Deutschland eine sehr große Wochenzeitung aufzuklappen, um nicht racial profiled zu werden. Das ist eigentlich eine Maske, hinter der ich mich versteckt habe und die auch gut funktioniert, wo man auch fragen kann, was ist das eigentlich für ein Sicherheitskonzept, wenn das so einfach dann ausgetrickst werden kann. Oder wenn ich quasi als sogenannter nordafrikanisch aussehender Mann mich verstecken kann, indem ich florale Dinge oder Kleidung anziehe, weil floral gekleidete Männer keine schlimmen Sachen machen können. Das ist natürlich auch immer auch ein Spiel quasi mit Heteronormativität und Whiteness, wo ich in meinem ersten Buch beschrieben habe, dass aus nordafrikanischer Perspektive nach dem Kolonialismus so eine Hautfarbenskala, Hautfarbenlehre etabliert worden ist, die absolut falsch ist, aber wirkt. Eine imaginierte Art und Weise, sich zu maskieren und zu sagen, ja, der Franzose hat uns erzählt, wir als Nordafrikaner sind besser gestellt als alle anderen AfrikanerInnen, weil wir halt keine schwarze Hautfarbe haben, sondern etwas dazwischen sind. Und so auch nicht einerseits die persönliche Verantwortung von NordafrikanerInnen quasi gemildert werden soll, sondern eher eine Struktur deutlich wird, meiner Meinung nach, warum antischwarzer Rassismus in Nordafrika ein wirklich virulentes und schlimmes Phänomen ist, wo Geflüchtete einerseits darunter leiden müssen und andererseits schwarze MarokkanerInnen und AlgerierInnen. Und das ist tatsächlich auch mit der Brille quasi von Frantz Fanon etwas, was ich überhaupt erst verstanden habe, nachdem ich es gelesen habe. Und ich könnte mit so vielen anderen Anekdoten weitermachen, aber diese theoretische Betrachtung unserer Realitäten hilft uns als rassifizierte Menschen tatsächlich zu verstehen, warum wir so agieren teilweise, wie wir agieren. Ich finde das super spannend, weil das ist wirklich leitet tatsächlich zu deinem aktuellen Projekt rüber oder eigentlich zu mehreren, aber ich fange mit dem aktuellen
Projekt an mit dem Hörspiel, was du gerade machst. Magst du selber erzählen, wozu du zurzeit arbeitest? Ich hatte tatsächlich, es ist schon fast fertig, mein Teil jedenfalls, mein Schreibteil ist auf jeden Fall abgeschlossen, vom Winde verweht, basierend auf dem Buch, wurde im WDR ein Hörspiel oder produziert, wird gerade produziert, und als Neuerung hatte sich die Dramaturgie gedacht, dass es gut wäre, wenn aus schwarzer Perspektive nochmal etwas kommt, was vielleicht sogar in der heutigen Zeit spielt, mit schwarzen Hauptcharakteren, die quasi die Nachfahrenen von einem Charakter aus dem Originalbuch sind. Und dazu dürfte ich mir etwas ausdenken, und dazu habe ich gearbeitet, und da konnte ich auch ganz gut die inhaltlich nochmal das aufgreifen, was im vom Winde verweht. Die Story kennen viele. Ich habe den Film noch nie gesehen. Ich kannte nur so ein paar Fakten über die Story, wie zum Beispiel, dass die eine schwarze Schauspielerin, die erste schwarze Schauspielerin war, die jemals einen Oscar gewonnen hat, sowas. Inhaltlich war mir nicht so viel bekannt. Ich wusste allerdings, dass die Darstellung von den schwarzen Körpern in diesem Film und auch im Buch nicht reflektiert waren und aus einer weißen Sicht geschrieben waren, dass es auch so ein bisschen auf heile Welt in der Sklaverei gemacht hat. Mhm. Und ich glaube, mein Teil, den ich jetzt im Hörspiel dazu geschrieben habe, guckt nochmal da drauf, wie wir aus heutiger Sicht als Nachfahren dieser Generation auch zurückschauen und auch ein bisschen auch kritisch betrachten, wie diese Menschen, die Charaktere, die fiktionalen Charaktere zwar, aber wie sie behandelt wurden, und auch die Problematiken, die jetzt im Buch zum Beispiel oder auch im Film nicht aufgegriffen werden und nicht thematisiert werden, mit den schwarzen Körpern, die verhandelt werden, auch nochmal aufgegriffen werden, in meinem Teil jedenfalls. Also bringst du sozusagen Realität mit rein in einer fiktiven Geschichte, weil vielleicht nochmal für diejenigen, die Geschichte nicht kennen, eine kurze Zusammenfassung. Also Vom Winde verweht ist wirklich ein Südstaaten-Epos der USA, was zur Zeit des Bürgerkriegs oder Bürgerinnenkriegs spielt, zwischen Norden und Süden. Wichtig an dem Krieg ist, dass es tatsächlich um die Abschaffung der Versklavung gekämpft wurde. Ja? Und diese Geschichte findet während dieses Krieges statt, wo Brüder aus dem Norden und Süden und Freunde und Familie sich verfeinden und gespalten werden aufgrund dieser politischen Tatsache, dass dagegen gekämpft wird, dass die Versklavung abgeschafft wird. Aber, und das ist das Problematische an der Geschichte, es ist eine fiktive Geschichte von einer weißen Autorin, geschrieben auch tatsächlich 1939, ne? Also wir haben eine Zeit in den USA der hohen Segregation, wo es gar keinen Austausch zwischen Schwarzen und Weißen gab, wo schwarze Menschen, wir haben die Jim Crow Era, schwarze Menschen haben überhaupt gar keine Rechte, etc. pp. Und eine weiße Autorin kommt jetzt und schreibt dieses Buch, und es wird sehr romantisiert. Das ist halt das Ding. Aber du bringst ja jetzt durch deinen Part eine ganz andere reale Ebene mit rein. Ich weiß gar nicht, inwieweit du schon darüber sprechen darfst. Wie würdest du vielleicht mehr in den Prozess, also nicht um den Inhalt, sondern diesen Prozess als Prozess des Unmaskings, zu beschreiben, vor allem auch nochmal mit Blick auf Fanon, weil ich finde auch gerade dieses Code-Switching, wie du es bezeichnet hast, ist ja auch ein Form, vielleicht eher im Sinne von ein Dekodieren, ja, was da stattfindet. Also innerhalb meines Teils, den ich dazu geschrieben habe, passiert natürlich sehr viel Unmasking, meiner Meinung nach, von dem, was auch in dem Hauptteil schon passiert ist, von den Handlungen der sowohl weißen Charaktere als auch schwarzen Charaktere, was auch in Frage gestellt wird und auch gezeigt wird, wie sich das weiterentwickelt. Ich schreibe aus der Sicht von einer schwarzen Familie. Der Vater ist aus den USA nach Deutschland gekommen, geblieben und hat eine schwarze Frau auch geheiratet, eine afrodeutsche Frau. Und jetzt erwachsene Kinder, die auch wiederum teilweise ihre eigenen Kinder haben. Das heißt, es geht um Generationen auch von schwarzer Geschichte, wie man sich die auch weitergibt, was die Älteren mitmachen mussten, zu hin, was jetzt jüngere Generation hat und die jüngste Generation. Ich glaube, die Kinder sind kleine Kinder im Schulalter.
Und auch mit dem Code-Switching passiert auch in dem Stück selber, passiert es einige Male, dass man, zum Beispiel, bei Hörspiel ist ja die Sache, man sieht die Menschen nicht. Das heißt, du musst sagen, in irgendeiner Art und Weise, dass die, wie die Personen aussehen. Vor allen Dingen, wenn sie nicht weiß sind, weil wir sind ja in der Welt aufgewachsen, in der es heißt, normal ist weiß und alles andere muss man immer speziell nochmal benennen. Was ich versucht habe, ist voll oft zu machen, dass nicht die schwarzen Personen als schwarz benannt werden, sondern auch die weißen als, oh, das sind weiße Personen, sodass man sich fragt, warte mal, wie sehen denn dann die Leute, auf die gerade reden? Sodass man es auch mal umkehrt, dass man zum, ja, dass man zum Beispiel nicht nach der Hautfarbe fragt. Wenn Kinder malen, fragen sie doch oft nach der Farbe, kannst du mir die Hautfarbe geben? Sondern daraus die Hautfarben macht, so das Plural. Das ist schon das Erste, wo man das System quasi anmaßt, was wir die ganze Zeit in unserem normalen Sprachgebrauch auch tun. Nochmal hinterfragen, ist das wirklich das Normale oder sollten wir das als das Default benutzen? In Bezug auf die Story kann ich, glaube ich, noch nicht so viel erzählen. Ja, aber es kommt im März nächsten Jahres, hast du gesagt? Ne? Hoffentlich, ja. Es ist für März geplant und es ist auch ein Mehrteiler. Ich glaube insgesamt, Gott, 17, 18 Teile? 18 Folgen tatsächlich? 18 Folgen, okay. Ja. Und der Anteil von der Geschichte, die ich dazu geschrieben habe, sind immer zwischen 3 und 5 Minuten. Muss man im Schnitt sehen, aber es ist trotzdem mehr, als ich dachte am Anfang. Was man im ersten Moment glauben könnte, ist, dass ihr eigentlich sehr unterschiedlich seid. Ich finde aber das, was ihr beschreibt, in der Art, wie ihr arbeitet, sehr ähnlich tatsächlich. Und wenn ich das zurückbeziehe auf, dass ich den Namen jetzt richtig sage, Conceição Evaristo. Damn. was ich super, super schön und super beeindruckend fand und wo sie tatsächlich die Idee dieser, sie beschreibt es als symbolische Zersplitterung der Maske. Und in euren beiden Arbeiten, die ihr jetzt, also diese Einzelarbeiten jetzt, sehe ich auch die Gemeinsamkeit dieses Dekonstruieren, ja, was sich dann tatsächlich vielleicht auch in irgendeiner Form auch in meinem Unmasking-Konzept wiederfinde, aber das bin vielleicht ich. Wie steht ihr dazu? Gerne anfangen. Also, als ich das gesehen habe, ich kenne natürlich das Bild. Und das ist zum Beispiel etwas, was für mich einfach super wertvoll ist. Genau dieses Wissen. Also was ja weiße, alte Männer oft machen, ist ja einfach das Rad neu erfinden. Und das Wissen, das schon da ist, quasi neu zu verpacken und als Start-up zu verkaufen. Ich beschreibe das in meinem neuen Buch, das auch im März. März ist anscheinend ein guter Monat, dann rauskommt nächstes Jahr. Und beschreibe auch so ein bisschen den Prozess, wie ich versucht habe, aus dieser weißen Wissensproduktion quasi erstmal als Studi auszubrechen. Das ist total schwierig, wenn man überhaupt gar nicht die Alternative, obwohl, wenn man es als Alternative bezeichnet, ist es ja trotzdem etwas, das sich auf die vermeintliche Norm bezieht. Also es ist immer so total schwierig. Als ich 14 Jahre alt war, habe ich angefangen als Feldforschungsassistent. Ich bin in Marokko aufgewachsen, als Feldforschungsassistent für einen deutschen weißen Anthropologen, mit dem ich sehr gut befreundet bin, zu arbeiten. Und da ging es um Heiligenkulte tatsächlich. Darum, und bei Unmasking finde ich tatsächlich das Unmasking, ohne jetzt das, den Unterstrich, total spannend. Was ich da gelernt habe, ist, wie postkoloniale oder koloniale Traumata verarbeitet werden in einer Glaubenspraxis. Da geht es darum, dass man die Maske fallen lassen kann, indem man sich ein Safer Space in einer Transgemeinschaft zum Beispiel oder in einer religiösen Bruderschaft oder Sorority auch, da sind ganz viele sehr starke Frauen vertreten, in Nordafrika kreiert, weil der Kolonisator, der Kolonialherr, der kam und der hat halt die Leute mit Gewalt daran gehindert, quasi einfach das Leben zu leben, das sie vorher gelebt haben.
Als Beispiel kann ich nennen, dass viele TouristInnen aus Europa nach Nordafrika gehen, vor allen Dingen nach Marokko, und sich immer fragen, hey, ich habe hier voll viel bezahlt, dann darf ich nicht in die Moschee gehen. Die sind ja alle irgendwie total radikalisiert. Wo ich recherchieren konnte, auch über meine anthropologische Brille dann, das kam, weil der französische Kolonialstaat den Indigenen quasi gesagt hat, okay, ihr könnt ein Space behalten und das ist eure Moschee. Und dann haben die Indigenen gesagt, okay, dann dürfen hier weiße Menschen nicht rein. Und erst seitdem ist das so in Marokko. Oder die Möglichkeit irgendwie zu sagen, also es gibt, ist ein bisschen kompliziert, es gibt einen ganzen Heiligenkult, der sich um Dämonen dreht, um Djinns dreht, und der weiße, christliche, männliche Djinn-Dämon, das ist der Böse. Tatsächlich. Und das ist nicht, das ist tatsächlich erst seit dem Kolonialismus so. Und dieses Wissen zu dekodieren und nochmal quasi zu demaskieren und zu schauen, wie die Menschen vor Ort versucht haben, sich einen Space zu schaffen, wo sie einfach quasi sein können, existieren können, das war für mich wirklich so ein Moment, wo ich es verstanden habe. Und wenn ich einfach höre, wie du diesen Film dekonstruierst, würde sagen, ab März, wenn man nicht deine Arbeit zu dem Film sich aneignet, also anliest oder zu, oder wenn man sich das quasi irgendwie, wenn man das konsumiert, dann hat man den Film nicht verstanden. Dieser Film kann nur im Kontext deiner Arbeit existieren im Jahr 2021. Und alles andere wäre einfach dumm und wäre einfach halt noch nicht mal halbes Wissen. Ich finde... ich stimme ihm zu an. Ja, sorry. Voll deiner Meinung. Absolut. Aber du wolltest eigentlich auch zum Stichwort Dekonstruktion auch was sagen, bevor ich die nächste Frage einfach stelle. Es stimmt tatsächlich, dass, was ich auch dachte, war, ich habe kurz gehadert, ob ich diesen Job annehmen sollte, weil natürlich vom Winde verweht ist jetzt nicht... was, womit ich mich auskenne, ich wusste halt nur von den ganzen Problematiken. Ich dachte niemals, ich denke auch immer noch nicht, dass es eine schöne Story ist. Die vor allen Dingen, wie das im Film, das Hörspiel basiert ja nicht auf dem Film, sondern auf dem Buch, in dem Scarlett O'Hara eigentlich gar nicht der einzige Hauptcharakter ist. Das ist ja erst durch den Film dazu gekommen, durch die Schauspielerin, durch das Visuelle. Nichtsdestotrotz ist es trotzdem natürlich problematisch, weil immer ausgeklammert wird. Es wird sogar teilweise, glaube ich, kommt in dem Buch vor, so hier geht es euch doch gut bei uns, wenn ihr bei anderen Sklavenhaltern wärt, dann ging es euch viel schlechter. Wo ich denke, dass eigentlich darum geht, wenn ihr gar keine versklavten Personen wärt, dann ging es euch besser. Mhm. Schon allein diesen Gedanken, dass es Menschen gut gehen kann, die als Teil der Sklaverei existieren, in dem Buch von anderen, nicht von Scarlett O'Hara, aber von anderen Charakteren auch erwähnt. Was das Gute, was mich am Ende dazu geführt hat, dass ich dieses Projekt gemacht habe, war vor allen Dingen auch der Fakt, dass ich weiß, das Publikum, was einschaltet was erstmal einschaltet, um vom Winde verweht zu hören, ist nicht das Publikum, was normalerweise kommt, um Jung, Giftig und Schwarz zu sehen. Mhm. Mein Theaterstück. Mhm. Schöne Überleitung, ja. Warte mal. Vielleicht kannst du dazu, weil das finde ich nämlich tatsächlich auch ein Kontrastprogramm im wahrsten Sinne des Wortes. Kannst du zu dem Stück was sagen, damit die Zuschauerinnen... Jung, Giftig und Schwarz ist ein Theaterstück, was ich zusammen mit Tandi Sebe entwickelt habe, geschrieben habe. 2015 am Ballhaus Uhr aufgeführt wurde, in dem es um zwei afrodeutsche Frauen geht, die am Morgen nach einer durchfeierten Clubnacht ihre Clubnacht nochmal rekapitulieren. Die waren feiern und wurden angebaggert von weißen Männern, angefasst von weißen Männern und auch nochmal so von weißen Frauen exotisiert in einer Art und Weise. Und wir sind halt dann zwei Freundinnen, Mitbewohnerinnen, die am nächsten Morgen versuchen, das Ganze zu rekapitulieren und irgendwie gestärkt aus dieser Situation rauszukommen, vielleicht sogar mit Tutorial, YouTube-Tutorial und dann YouTube-Star werden und Oscars gewinnen für Dokumentation. Das ist so die Story in a nutshell. Und in dem Stück geht es ja auch darum, einerseits so den Alltagsrassismus, den man in Deutschland als schwarze Frau, in Berlin in dem Fall, als schwarze Frauen in seinem täglichen Leben, dem man begegnet,
zu demaskieren und andererseits auch uns selber als Charaktere hatten wir auch, das war uns wichtig zu zeigen, dass auch in der schwarzen Community niemand fehlerfrei ist und wir nicht eine homogene Masse sind, die alle die gleiche Meinung haben, die alle nur zu Bob Marley feiern gehen oder nur mit schwarzen nur schwarze Menschen daten, nur weiße Menschen daten, die auch Fehler machen und auch nicht immer den moralischen High Ground am Ende haben, sondern auch mal halt eine Falschaussage tätigen oder sich selber seinen eigenen moralischen Ansprüchen gar nicht gerecht werden können. Das deckt sich ja tatsächlich, was Jamila Ribeiro in dem Video gesagt hat, dass es eine Vielfalt von Blackness gibt. Mhm. Ne? Und wir ja immer gerne zu einem kleinen Kern. Ja, dieser repräsentative eine Freund, der das N-Wort nicht schlimm findet. Ja, genau. Der so Spokesperson für alle. Bestes Beispiel. Aber wenn du nochmal diese beiden Stücke, weil ich finde, weiter auseinander könnten die eigentlich nicht sein, ja. Jung, giftig und schwarz und vom Winde verweht oder deine Add-on zu vom Winde verweht, wie würdest du die miteinander vergleichen, die beiden Sachen? Ja, das ist natürlich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja. Ich glaube, was ich in beiden versuche, ist, durch auch ein bisschen Witz diese Demaskierung zu gestalten, weil auch in dem Hörspiel sind teilweise Witze dabei oder es gibt einen Charakter, der so ein bisschen Comic Relief manchmal schafft, aber so, es geht um Witze, die nicht Schenkelklopfer witzig sind, sondern wirklich so, man lacht, aber eigentlich möchte man was anderes machen, aber es ist so diese Default-Reaktion, das Lachen. Ich glaube auch, was vom Winde verweht oder vom Wind verweht, die Prissy Edition heißt mein Teil, glaube ich. Mhm. Weiß ich, die Prissy Edition. Was ich da auch mache, ist halt nochmal eine ganze Welt zu erschaffen. Es ist zwar, ist alles fiktiv, auch in dem Teil, den ich schreibe, aber für afrodeutsche Personen ist es nochmal so ein Weg rein in die Story. Und was auch wichtig ist für Leute, die normalerweise nicht sowas hören würden, was ich geschrieben habe, oder jung, giftig, schwarz gucken würden, werden dadurch auch ein bisschen so da reingeleitet, weil sie ja sich einschalten in dem Glauben, dass sie vom Winde verweht. Ich habe auch weiße Verwandte, die das natürlich schön finden, weil sie sich damit nicht beschäftigen müssen, was da drunter liegt unter der Story, sondern nur die schönen Kleider, die schönen Settings aus dem Film noch kennen, so voll geblendet, quasi denken, das höre ich mir an und dann quasi noch ein bisschen überrascht von 5 Minuten Truthbomb, würde ich mal sagen, so ein bisschen. Und natürlich auch wieder das aufgreift, was auch viele der Teilnehmenden von diesem Projekt gesagt haben, viel Black Lives Matter, was dieses Jahr politisch passiert ist, wie auch teilweise nicht über Sachen berichtet werden, die auch in unserem eigenen Land passieren. Auch in Deutschland gibt es Polizeigewalt. Auch hier sind Menschen von der Polizei ermordet worden. Auch hier werden diese Fälle nicht richtig von der Justiz beachtet. Ja. Nur wenn wir über Uri Jalloh reden zum Beispiel, kommen nicht 20.000 Leute auf dem Alexanderplatz. Das versuchen seit Jahren, Menschen darauf aufmerksam zu machen und das in die Medien zu bringen. Und was es braucht, ist dieser amerikanische Kontext, der wieder da drauf gelegt wird. Und eine Pandemie, die es möglich macht, dass viele Leute Zeit haben, natürlich auch, das darf man nicht vergessen. Aber trotzdem, diese Aufmerksamkeit hatte ich noch nie vorher auch in meinem bei weißen Freunden gesehen, die jetzt nicht politisch sind normalerweise. Auf einmal, ja, ganz schlimm in den USA. Und auch das greife ich natürlich in dem Stück auf, dass man immer wieder sagt, in den USA, und vergisst, dass es hier aber auch nicht viel besser ist, wenn du davon erzählst, dass du die Zeitungsausschnitte, so ähnlich geht es mir auch, immer die In-Touch in die Fokus legen, damit die ja nicht denken, dass ich dumm bin, während ich in einem Zug sitze. Masking Newspapers, ja. Aber das ist so, also ich stand auf dem Alexanderplatz bei der großen Black Lives Matter Demo und hatte richtig gemischte Gefühle, weil ich einerseits gedacht habe, geil, so viele Menschen, und andererseits habe ich gedacht, wo wart ihr, als Hanau passiert ist? Wo wart ihr, als Halle passiert ist? Wo wart ihr, als die Leute über Uri Jalloh gesprochen haben? Wo wart ihr, als Mohammed el-Idrisi in Bremen gekillt wurde? Wo wart ihr, als so viele rassifizierte Menschen in Deutschland von der Polizeigewalt betroffen waren, in verschiedensten Formen? Wo wart ihr? Ihr braucht natürlich diese, und das will ich gar nicht quasi irgendwie verharmlosen, weil in den USA ist Polizeigewalt und antischwarzer Rassismus
ein riesiges Problem, das uns hier auch was angeht. Aber ich beschreibe auch in meinem neuen Buch diese quasi, also ich weiß nicht, ob Maskierung da das richtige Wort ist, aber viele weiße Deutsche tendieren dazu, woke zu sein, indem sie sagen, in den USA, ganz schlimm, und Trump, oh mein Gott, aber hier bei uns ist halt AfD dann Demokratie. Und das finde ich irgendwie ganz interessant, das nochmal zu dekonstruieren. Und da, weil wir am Anfang darauf gekommen sind, auf investigativen Journalismus, meine Arbeit als investigativer Journalist ist auch genau das nochmal zu demaskieren, und zwar für die weißen EntscheidungsträgerInnen. Meistens weißen Entscheidungsträger, weil es sind meistens Männer, Cis-Männer. Und vor 3 Jahren habe ich angefangen, zu deutschen Polizei und Polizeigewalt und Polizeiwillkür zu recherchieren. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie blöd ich angeguckt worden bin von so vielen weißen Deutschen. Das sind doch die Freunde und Helfer. Das kann ja gar nicht sein, weil es gibt Gesetze. Das ist ja verboten, Racial Profiling und so weiter und so fort. Und ich als investigativer Journalist dann wirklich nächtelang versucht habe, Dokumente zu, weil wir sind ja in Deutschland, alles wird archiviert, Dokumente zu organisieren, die beweisen, dass es ein strukturelles Problem gibt, wenn Polizistinnen und Polizisten, auch jene BPOC-Polizistinnen und Polizisten, weil die Uniform ist eine Maske, dass die in der Struktur agieren, die für vor allen Dingen schwarze Männer, die für rassifizierte Männer, für Women of Color einfach bedrohlich ist. Und das auch nochmal mit Journalismus quasi und dann in einem zweiten Schritt zum Beispiel mit Kunst und Theater sichtbar zu machen, das ist eine Art von Demaskierung, nicht für uns, weil wir wissen es halt, also das ist halt unser Alltag, aber in dem Fall für jene, die halt lazy sein können, weil es geht sie halt im Alltag und persönlich nichts an. Und deswegen arbeiten wir daran, quasi das zu demaskieren. We have the second sight as Du Bois says, also diese zweite Sicht, ne, die wir durch unsere Rassifizierung ganz sowieso erlangen. Wir müssen einmal lernen, die Struktur zu sehen, um zu funktionieren in der weißen Welt, aber auch in unseren so-called safe spaces, um das Beispiel nämlich nochmal aufzugreifen, was für mich tatsächlich auch dieser Unterstrich bedeutet, ist ein Stück weit ein Safe Space. Und du hast es ja sehr eindrücklich beschrieben mit dieser Moschee, was so eine Art Safe Space wurde. Aber ich finde auch deine Arbeit, die du machst mit Amina, mit gerade Young Gifted und ich will immer Young Gifted und Black sagen, nein, Jung Giftig und Schwarz, ist natürlich dieses Safe Space oder den Unterstrich mit Inhalt zu füllen. Ne? Weil dieser Unterstrich, das ist ja ein Platzhalter, it's a placeholder, es ist eine Lücke, it's a gap, it's a crack, it's a in-betweenness, es ist zwischen, ich kann das gar nicht irgendwie auf Deutsch, so poetisch, wie ich das auf Englisch kann, leider, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ja. Und Young Gifted und Schwarz, aber auch deine Realität ist eigentlich genau da drin. Und kannst du ein bisschen dazu was sagen, was, wie du diesen mit Young, Giftig und Schwarz diesen Raum gefüllt hast? Also in Jung, Giftig und Schwarz, glaube ich, was es ist, ist sowas wie einen Einblick zu gewähren, was dieser Raum ist, in dem, wenn wir als schwarze Frauen oder als auch schwarze Personen unabhängig von der weißen Welt existieren können, quasi hinter dem Schleier, wenn ich das nicht halt gut in Erinnerung habe, indem es auch in Afrokultur geht. Das ist mein Stück. Wir sind quasi... März? Oder wann kommt es? Im Mai tatsächlich. Mai, ja, I hope. Ja. Wir sind ja als Polly und Layla, das sind die beiden Hauptcharaktere, die Tani und ich spielen, hinter dem Schleier und haben aber die vierte Wand aufgemacht zum Publikum teilweise, weil wir so tun, als ob wir ein YouTube-Video drehen. Das heißt, manchmal haben wir Momente, wo wir nur für uns sind und manchmal sind wir wieder nach außen. Da geht eigentlich auch wieder eine Maske hoch, weil mein Charakter zum Beispiel unbedingt YouTube-Star werden will, was nicht ferner weg von mir und tatsächlich sein könnte. Und immer auch wieder dieses, sobald sich das Licht verändert, wie so ein anderes Gesicht auflegt und so, hey Leute, hi, danke, dass ihr heute eingeschaltet habt. Auch die Stimme verändert sich so komplett. Und immer wenn halt dieses Video-Ding fällt, fällt halt auch sie quasi wieder zurück in diesen safer Space,
dass sie wieder sie selbst sein kann und nicht das, Maske was sie fällt, genau, ne? Mhm. Dass sie nicht dieses Bild nach außen präsentieren muss weiter, dieses Perfekte und ich passe mich voll an und ich bin und dann doch mal fluchen kann und auch irgendwie halt ihre Eigenarten einfach sein kann, so wirklich, weil das ist etwas, was uns als schwarze Körper, als rassifizierte Körper oft in Deutschland, wir können nicht einfach sein, wir müssen uns immer erklären. Wir müssen immer erklären, warum, weshalb, wieso, warum fährst du wohin, wo nur schwarze Leute hin dürfen, das ist ja gemein gegen weiße Leute, immer dieser Rassismus gegen weiße Leute, ich weiß nicht, wo der herkommt. Mhm. Also es ist umgekehrter Rassismus. Wenn Rassismus umgekehrt wäre, würde es ihn nicht mehr geben, weil es ja das Gegenteil von Rassismus, ja, wäre kein Rassismus, ungefähr so. Mhm. Dieses Junggiftig und Schwarz versucht so ein bisschen zu zeigen, es ist nicht für, ist mit einem Publikum in Mind geschrieben. Das heißt, das Publikum sind nicht weiße Menschen, sondern wir haben es so geschrieben, dass was wäre etwas, was ich sehen möchte, wenn ich ins Theater gehe? Wo sehe ich mich wieder? Und es spricht vor allen Dingen schwarze Frauen an. Aber auch POC-Frauen finden sich in voll vielen Realitäten wieder. Und ist auch so ein bisschen wie so ein kleiner Einblick, auch für Leute, die das nicht kennen, in so, das ist unser Leben, wenn die Türen zu sind und ihr nicht dabei seid. So. Mhm. Safe Space. Genau, wir wissen zwar, wie es ist, wenn wir nicht dabei sind, weil ihr tut nie so, als wäre, also voll selten wird man in einem mehrheitlich weißen Raum, müssen diese Menschen sich verstellen, um dazu zu gehören. Mhm. Natürlich gibt es auch Sachen, die vermeintlich woke white people nicht sagen, während wir da, während People of Color, BPOC-Menschen dabei sind. Aber am Ende des Tages ist es nicht so viel, wie wir als POCs, BPOCs, wirklich von uns selber verstecken. Und in Junggiftig und Schwarz liegen wir es halt wirklich so. Das ist us. Im Schlafs, in Schlafsklamotten, ja, mit Restschminke drauf und wirklich nicht das Ansehnlichste eigentlich. Mhm. So. Und das neue Projekt, was du jetzt am Ballhaus machst, ist es auch jenseits der Gesellschaftsstrukturen oder holt uns das irgendwie wieder zurück in the real world sozusagen? Das, also ich mache zwei Projekte am Ballhaus gerade. Okay. Tatsächlich leite ich auch noch die Akademie der Autodidakten, was ein sehr gutes Projekt vom Ballhaus ist, wo ich mit BIPOC jungen Menschen zwischen 16 und 27 Jahren an einer Stückentwicklung arbeite, basierend auf einem Text von Audre Lorde. Mhm. Und der heißt My Anger is Your Anger und da geht es um Wut. Und da versuche ich mit den Teilnehmern genau das Ähnliche zu machen, wie wir in Junggiftig und Schwarz. Und am Anfang war die Zielsetzung, wir machen ein Stück für Leute, die wie wir, für uns selber. Für wenn wir ins Theater gehen, dann wollen wir genau das sehen. Und das ist die Hauptsache. Es ist, der White Gaze ist komplett egal, quasi, was die Leute. Und so versuche ich auch mit den Jugendlichen zu arbeiten. Ist natürlich ziemlich schwer, weil man dekolonisiert sich ja so krass, weil wir so krass in dieser, und wenn weiße Menschen das sehen, dann müssen wir so und so machen. Mhm. Aber gleichzeitig finde ich immer wieder, die müssen es doch gar nicht sehen, ist doch egal. Also auch so eine Form von Unmasking, ja, was da dann, ja, jedes Mal mit praktiziert wird. Ne? Tatsächlich. Eine Maske, die jedes Mal trotzdem so wie so ein, wie wir jetzt immer unsere Masken mit so haben, haben wir die auch. Ist tatsächlich, ich habe letztens erst gedacht, als ich diese Maske auf hatte, meine Kapuze, meine Mütze und Handschuhe an, dachte ich, wenn ich jetzt irgendwo rumlaufe, sieht man nur in diesem Teil von meinem Gesicht, dass ich schwarz bin. Und das vielleicht auch nicht so wirklich, weil wenn die Kapuze so ins Gesicht hängt, dann könnte keiner wissen, wer, also was für eine Ethnie ich habe. So, dann ist wie so ein Safe, wie so ein safer Space gewesen. Jetzt denken die Leute, ich bin keine Bedrohung, obwohl ich am bedrohlichsten mit der Maske, Kapuze, alles vermummt. Aber da habe ich mich kurz so gefühlt, so dachte, ha, fühlt sich das so an, wenn man normal nicht immer gleich Code-Switching muss, nur weil man nicht möchte, dass Leute denken, du bist so wie sie, die Stereotype, mit denen sie wahrscheinlich aufgewachsen sind. Mhm. Ja, und zu meinem zweiten Projekt am Ballhaus kann ich noch gar nicht so viel sagen. Ich habe noch gar nicht richtig angefangen, aber Corona, es ist ein gutes, ne? es ist ein kreativer Input, in dem ich auch mich frage, in meiner Arbeit, wie kann ich mein Schreiben dekolonialisieren, wie kann ich auch die Art, wie ich inszeniere, was kam eigentlich, weil Theater, so wie wir das kennen, ist natürlich ein europäisches Konzept, aber Theater und Performance gab es auch schon, bevor es Europäer auf dem Kontinent gab, bevor es in der ganzen Welt, auch im asiatischen Raum, gab es eine eigene Erzählweise, aber überall wurden wir quasi genauso wie
die Länder kolonialisiert wurden und die Tribes kolonialisiert wurden und zu Ländern gemacht wurden, wurde auch unsere Erzählweise kolonialisiert. Das heißt, wir wissen eigentlich gar nicht so wirklich, was war eigentlich vorher, weil es natürlich keine geschriebene Geschichte war, sondern Oral History. Und die natürlich in der westlichen Welt, natürlich sage ich, in der westlichen Welt nicht als für voll genommen wird, als etwas, das genauso viel Stellenwert hat wie was, was niedergeschrieben ist. Was natürlich für mich wiederum auch heißt, ich schreibe ja auch, also ich muss meine Sachen auch niederschreiben, weil das zu meinem Berufsfeld gehört, sowohl als auch die Art, wie ich arbeite. Gleichzeitig bin ich natürlich auch, ich habe eine weiße Großmutter, das heißt, das ist ja auch, dieses Kolonialisierte ist ja auch Teil meines Seins. Also stelle ich mir so ein bisschen die Frage, wie arbeite ich und nehme alle Aspekte von meinem Heritage, von meiner Herkunft mit rein, um einen Text zu entwickeln, der am Ende ich ist, ohne dass ich meine ganzen Traumata quasi, hier bitte, guckt mir zu, wie ich traumatisiert bin. Das ist nämlich in meiner Arbeit immer mir vor allen Dingen wichtig, dass ich nicht einem Publikum erzähle, wie traumatisiert ich doch bin, weil mein Zielpublikum sind natürlich andere schwarze Menschen, BIPOX und die, alle Traumata. Also, das ist die Erleuchteten, reden zu den Erleuchteten quasi, sondern ich möchte noch mal einen Schritt weiter gehen immer und gucken, was kommt danach. Wie gehen wir damit um? Wie können wir unsere Geschichte vielfältig zeigen, die natürlich viel zu selten gezeigt wird? Was ich richtig geil finde an Afrokultur zum Beispiel, ist, dass ich Mayayim spielen kann. Mach mal. Afrokultur von Natasha Kelly, kleiner Plug. Mai 2020. Düsseldorfer Schauspielhaus. Genau. Okay, jetzt. Ja, dass ich Mayayim spielen darf. Ja. Weil das eine Figur ist, mit der ich auch natürlich aufgewachsen bin, die für mir von klein auf bekannt war. Gleichzeitig ist es aber auch im deutschen Kontext eine historisch wichtige Figur. Sie hat eine Straße nach sich benannt in Berlin. Und auch ihr Schaffen, ihre Arbeiten sind mega relevant. Auch im Hörspiel zum Beispiel habe ich Grenzenlos und Unverschämt mit eingebaut, was ich finde für mich die afrodiasporische deutsche Community gut repräsentiert von dem, was ich von ihr denke oder was für mich das heißt. Ein Gedicht von Mayayim für diejenigen, die es noch nicht kennen. Grenzenlos und unverschämt. Man sollte das googeln. Ja, schön. Ich freue mich. Also es war tatsächlich so, als ich die Rolle besetzt habe, da kamen nicht viele Schauspielerinnen für mich in Frage. Also du warst meine Wunsch-Mai. Also nein, wirklich, das sage ich auch jetzt nicht nur so, weil du tatsächlich auch den Hintergrund mitbringst. Du bist in die Community hineingeboren worden. Du bist für mich wirklich der Inbegriff einer Afrodeutschen. Das war für mich wirklich extrem wichtig. Mhm. Und ich wusste, wenn es irgendjemand diese Rolle so verkörpern kann, dann du. Na? Und als du dann zugesagt hast, war ich natürlich umso glücklicher. Aber draußen, outside of our safe spaces, die es dann im Kunst- und Kulturbereich und gerade beim Schreiben, was Schreiben ja ist auch eine Art der Befreiung, gibt es ja dann doch the real world, ja, gerade jetzt im Kontext von Corona haben Masken ja auch eine sehr, ich weiß nicht, wie soll ich das sagen, eine Bedeutung in die haben ja oder das Demaskieren in diesem Kontext hat ja eine sehr rechtspopulistische, rechtspolitische Bedeutung. Ne? Und da wollte ich dich, Mohammed, auch nochmal fragen, gerade als Politikwissenschaftler, als jemand, der auch eine politische Kolumne ja auch schreibt, dein Nachrichten, I love it, by the way, ne? Wie du das aus deiner Perspektive siehst oder auch überhaupt wahrnimmst, was dieser ganze Corona-Leugnerinnen-Wahn eigentlich, was ist da los? Also. Darf ich kurz dazu noch was sagen? Ja, weil gerne. Von außen betrachtet, vor allen Dingen im rechtskonservativen deutschen weißen Feuilleton, männlichen, cis-männlichen, weißen, heteronormativ lebenden weißen Feuilleton, heißt ja immer, dass antirassistische Stimmen in der Vergangenheit leben. Ihr wollt immer über Kolonialismus sprechen und warum muss jetzt noch mal Ayim und was ist ich. Aber Fontane ja in Brandenburg ist natürlich total okay und Bach ein Jahr mit Steuergeldern ist ja okay alles, aber es ist so ein bisschen diese Doppelmoral, die dann irgendwie angewendet wird. Obwohl ich natürlich auch noch mal feststellen muss, dass es total wichtig ist, diese Kontinuitäten sichtbar zu machen. Weil die Betroffenheit von uns allen ist ja nicht erst
vorgestern vom Himmel gefallen, sondern es ist eine Kontinuität, die man wirklich auch erzählen muss auf verschiedene Art und Weise. Das wollte ich nur. Rassismus gibt es nicht erst seit Mai. Eben, genau. Mhm. Das ist das eine und das andere zu deiner Frage. Ich glaube, das Dümmste, was gemacht worden ist in den vergangenen Monaten, ist, dass viele rechtsextreme, konservative, rechtskonservative Kreise die Maske, also jetzt wirklich diese Maske hier, politisiert haben. Mhm, ganz genau. Da ging es halt darum, aus einem eigentlich Utensil, das uns alle schützen kann, ein politisches Statement zu machen. Das ist tatsächlich am craziesten in den USA passiert mit Trump, der sich hingestellt hat und gesagt, I will not wear it. Das ist aber auch in einer sehr komischen Art und Weise in Deutschland passiert mit diesen QuerdenkerInnen. Muss man das gendern? Ich weiß nicht. Aber mit diesen sehr, also es wird, ja, ist ganz interessant, welches Adjektiv immer benutzt wird, und es wird ja als bunte Truppe bezeichnet, obwohl bunte Truppe ja auch Diversity meinen kann, also muss man mal gucken. Gleichzeitig habe ich schon geschrieben, wer sich neben Nazis hinstellt und für egal was demonstriert oder gegen egal was, ist auch ein Nazi. So, bye, don't talk to me again, here's my hand. Und die Art und Weise, wie etwas Unpolitisches zu einem hochpolitischen Objekt transformiert worden ist, in so einem atemberaubenden Tempo, fand ich tatsächlich als politischer Betrachter sehr, sehr interessant. Und ich habe mich daran erinnert, wie ein anderes Stück Stoff, und da müssen wirklich MuslimInnen mit Kopftuch selbst darüber reden, glaube ich. Ich kann auch wieder nur meine Beobachterrolle hier einbringen. Kann man auch schauen, wie da etwas politisiert worden ist, das an sich erstmal nicht politisch war. Es gibt ein sehr berühmtes Plakat vom französischen Kolonialstaat aus Algerien, wo drauf steht "Dévoilez-vous, n'êtes-vous pas donc joli?" Fragezeichen. Also seid ihr nicht schön? Demaskiert euch oder legt das Kopftuch ab. Und zu sehen sind zwei Frauen. Und wenn man dieses Plakat sieht aus der kolonialen Ära, versteht man, warum es sehr viele Frauen muslimischen Glaubens mit Kopftuch trifft, wenn heute in Frankreich denen das Kopftuch entrissen werden soll. Quasi als White Gaze. Du darfst das nicht tragen, weil dann bist du nicht frei als Frau. Wo es auch ganz viel um Fetischisierung geht. Es geht ganz viel um Othering. Es geht ganz viel um quasi eine Politisierung, die selbst zur Religion geworden ist. Also die Laïcité, die umgedreht wird und gesagt wird, wenn du nicht das akzeptierst, dann bist du nicht Teil der In-Group quasi. Du kannst gar nicht Republik sein, wenn du. Das hat Gaitari Spivak mit dem British White Gaze in Indien beschrieben, wo ja auch Frauen gerettet werden sollten. Das führt mich dann wieder zur sogenannten Kölner Silvesternacht, wo dann weiße Frauen instrumentalisiert worden sind, damit sie von mir, vom sogenannten Nafri, gerettet werden. Und das nochmal immer diese Kontinuität, deswegen wollte ich nochmal auf die Geschichte pochen, das nochmal zu erzählen, zu sagen, war, also ich würde super gerne eine anthropologische Betrachtung von der Corona-Maske einfach lesen. Wie kann es sein, dass so ein Stück Stoff so polarisierend wird? Und die krasseste Figur in diesem anthropologischen Text wäre die American Karen, die White Woman, die bei Walmart auftaucht und rumschreit, dass sie, weil sie ein Free Citizen ist, diese Maske nicht tragen möchte. I mean, das ist vielleicht so Real-Life-Theater, also Komödie, aber es auch ist halt westlich so. Westlich gelesene Free Citizen, wie wann die Freiheit eingeschränkt wird. Das hatten wir im Theater auch, was die Regeln sind. Man muss 1,5 Meter Abstand halten im Theater. Das ist ja, das ist die Hölle. Und gleichzeitig denkt man aber so, in anderen Ländern musst du nicht nur 1,5 Meter Abstand halten, sondern auch darauf achten, was du schreibst, über wen du was sagst. Und wir dürfen hier über unsere Politiker auf der Bühne quasi sagen, was wir wollen. Und das Ding ist, im südostasiatischen Kontext, warum wurde das da nicht politisiert? Weil die Leute mehr Wissen haben. Das meinte ich auch vorher mit anderes Wissen anzapfen. Die hatten halt nochmal eine andere Erfahrung mit Pandemien
und haben das nicht politisiert. Jetzt mal China als autoritäres Regime ausgeklammert, wo halt Leute gedacht haben, ist Pandemie, es hilft, deswegen trage ich einfach die Maske. Und, kurze Logik wegen, ne? Genau, so. Und es ist auch super traurig. Ich würde auch nicht sagen, dass nur weiße Menschen jetzt diesen Corona-Leugnerinnen angehören. Interessant ist, dass wenn halt irgendwo ein POC auftaucht bei diesen Demonstration, ich direkt Screenshots bekomme, ah, guck mal, der Musel ist auch irgendwie da aufgetaucht, so, ah ja, da you don't see color, aber wenn irgendwie so ein Türke oder so ein Araber da auftaucht, bist du plötzlich irgendwie so total, hier, da ein schwarzer Mensch und da ein Mohammed. Mhm. Traurig ist, wenn diese Menschen ihre Identität quasi mit einem politisierten Stück Stoff quasi verbinden. Das ist super traurig, weil was ist das für eine Identität eigentlich? Was ist das für eine Identität, wenn deine Meinungsfreiheit darin besteht, mich als Ziegenficker zu bezeichnen oder das N-Wort zu sagen? Weil das ist super traurig, wirklich. Und das zu demaskieren und zu sagen, Leute, ihr seid mehr als die rassistische Diskriminierung von Minderheiten. Ihr könnt mehr sein, wenn ihr wollt. Ihr müsst dran arbeiten, ist viel Arbeit. Aber ich helfe euch oder wir helfen euch mit unserer Kunst, mit unserer Arbeit, quasi euch selbst zu entdecken und nochmal zu reflektieren, eure eigene Geschichte nochmal zu verstehen. Ich finde das ein super wichtiger Punkt, aber nochmal vielleicht für all die AfD-Wähler, die zugucken. Ja? Hallo Beatrix. Um das nochmal, um den Punkt dieses, weil was mir auffällt, ist ja dieser Umkehrprozess, der stattfindet in diesem ganzen Ding. Ne? Was eigentlich mein Konzept nochmal um eine Achse in sich drehen lässt, ja? Dieses ganze Unmasking-Ding. Ja? Also Unmasking oder also gerade mit dem Unterstrich ja, gibt es ja, wie wir jetzt gehört haben, von euch beiden, aber auch von den Stipendiantinnen von The Residency, ist eine Praxis, die befreiend wirkt, die Strukturen sichtbar machen kann, die Prozesse erlaubt, die Bewegung erzeugt, die in die Tiefe geht und Glück bringt, wenn ich das jetzt mal irgendwie abkürze, ja, und das Demaskieren in einem Anti-Corona-Kontext, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, was in ihren Köpfen vor sich geht, ist so ein Umkehren dieser Prozesse. Also es ist wirklich ein sich seiner Freiheit beraubt fühlen, sich auflehnen, also eine ganz perfide Form des Widerstandes, als wäre ihr Leben bedroht in irgendeiner Weise, wie du ja schon gesagt hast. Also eigentlich haben wir in diesem Land alles, was es braucht, gerade Zentraleuropa, also mehr Privilegien geht bald nicht, würde ich schon fast sagen. Auch gerade mit Blick auf den USA, wo immer gedacht wird, USA is the land of the free. Naja, würde ich jetzt erstmal sagen, ja. Und trotzdem diese Art, setzen sie so gekonnt, strategisch, historisch, würde ich sagen, diesen Täter-Opfer-Umkehr ein, diese Täter-Opfer-Strategie ein und kommen damit durch. Mhm. Oder wie seht ihr das? Ich meine, ich habe heute auf dem Weg hierhin noch eine die Pressemitteilung gelesen, dass jetzt die Corona-Leugner ist jetzt wohl ein Thing, ist wohl eine Gang oder so. Clan. Das ein Clan, you know. Dass die jetzt Silvester ein Demo angemeldet haben, um genau gegen diese Hygienevorschriften zu demonstrieren, was ja in sich ja sehr widersprüchlich wiederum ist nochmal, weil sie um sich zu treffen, müssen sie ja eine Maske tragen, was eine der Hygieneaufschriften ist. Und der Senator, ich habe vergessen, welcher das war, ich glaube Justiz oder irgendwas, Senator von Berlin sagte, ja eigentlich, wir können die Demonstration aber nicht verbieten. Mhm. Aber um demonstrieren zu können, müssen sie eine Maske tragen. Demonstrieren tun sie aber gegen eine Maske. Ne? Also mehr verquertes, also Querdenker im wahrsten Sinne des Wortes, geht nicht. Würde ich irgendwie sagen. Was läuft da schief oder was sehe ich irgendwie nicht? Was ist da los? Ja.
Ich glaube, es ist das erste Mal für manche Menschen, die vor allen Dingen nicht of color BPOC sind, dass sie sich eingeschränkt fühlen in ihrem Leben, obwohl sie es eigentlich nicht sind. Und das ist diese Reaktion, die das hervorruft, sind, glaube ich, sehr viele auch psychologische Prozesse, die natürlich ich nicht auseinandernehmen kann. Ich habe keine Psychologie studiert, aber ich glaube, dass es auch vieles noch tiefer greift, die Leute, die sowas anzieht im Moment. Das ist, sind natürlich hauptsächlich weiße Menschen, aber wie ich ja schon meinte, als, auch als BPOC sind wir keine homogene Masse. Das heißt, einige von uns sind zum Beispiel auch immer noch nicht sich bewusst darüber, dass sie hinter dem Schleier sind und dass sie in einer anderen quasi Welt existieren. Das ist, dass sie auch Rassismuserfahrungen machen, weil sie es halt nicht, entweder nicht akzeptieren wollen oder auch nicht sehen können, noch nicht teilweise. Es steht ihnen natürlich auch frei zu sagen, nö, ich finde das nicht rassistisch. Das ist ja, man darf ja eine Meinung, eine eigene Meinung haben, auch als BPOC-Mensch. Und ich glaube, dass aber vor allen Dingen für die Menschen, die dieser Bewegung, Querdenker, was auch immer, sich gerade organisieren, jetzt mit dieser Maske und mit diesen ganzen Regeln, also mit diesen einigen Auflagen, die es seit 9 Monaten, glaube ich, mittlerweile gibt, das erste Mal ist in ihrem Leben, in ihrem Existieren, dass es ein Verbot gibt, dass es was gibt, wie man in einem Raum existieren muss mit bestimmten Auflagen. Das hat, das, sowas haben Menschen, weiße Menschen vor allen Dingen noch nie wirklich erfahren. Ja. Weil selbst als weißer Mensch bist du immer default weiß. Wenn du grüne Haare hast und deshalb den Job nicht kriegst, dann färbst du deine Haare braun und kriegst den Job. Wenn du als schwarzer Mensch den Job nicht kriegst, weil du schwarz bist, dann kannst du nichts machen. Du kriegst den Job trotzdem nicht. Und ich glaube, wir als BPOC sind wir schon so dran gewöhnt, dass ständig irgendwas geändert wird oder man nur unter bestimmten Auflagen Teil eines einer homogeneren Masse sein darf, dass so eine Maske tragen, ja, okay, wenn so ein Stück Stoff das Schlimmste ist, was ihr mir jetzt antut gerade, dann mache ich das halt. Teilweise denke ich, natürlich gibt es auch Menschen, die es anders sehen. Und das ist natürlich auch erlaubt. Viele Meinungen sind erlaubt. Aber demonstrieren unter bestimmten Regeln, das ist etwas, was ich als schwarze Person mein ganzes Leben lang schon erlebe. Wenn ich demonstrieren will, dann muss ich mich an XYZ alles mögliche handeln. Wenn ich die Polizei sehe, dann verhalte ich mich anders, damit sie natürlich nicht auf mich zukommen. Das mache ich mein ganzes Leben schon. Code-Switching, eine Maske aufsetzen, wieder zu Hause sein, anders sein, meine Haare verändern für die, jetzt gerade nicht, aber sonst auch manchmal für die Mehrheitsgesellschaft. Also ist es für mich nichts Neues. Ich kriege gerade ein Zeichen, dass uns die Zeit leider ausgeht. Und natürlich will ich nicht mit so einem negativen Thema enden. Wir schütteln das jetzt mal ab und enden mit etwas Positivem. Und zwar wäre meine Frage an euch jenseits der Corona-Maske. Ne? Wo tauchen in eurem Alltag Masken auf? Also nicht nur auf einer sozialpolitischen Ebene, sondern vielleicht auch physische Masken, wo ihr sagen würdet, da habe ich eine ganz besondere Beziehung zu dieser Maske oder zu dieser Form der Maskierung vielleicht? Wie viel Zeit haben wir noch? Nein, nicht mehr viel. Nee, ganz kurz, Dauerwerbesendung in meinem neuen Buch, mache ich mir Gedanken über die Selbstviktimisierung der Privilegierten. Es kulminiert ja da, dass diese Corona-LeugnerInnen sich mit Jüdinnen und Juden oder Widerständler gegen den Nationalsozialismus vergleichen. Nur so als Cliffhanger, März 2020. Aber die Maske ist, glaube ich, das ist, glaube ich, die Klammer des Code-Switching. Es ist einfach für mich, also ich rede hier anders, als wenn ich bei einer deutschen Talkshow mit weißen Menschen bin, einfach. Glaube ich, auch es ist das Wort Wut gefallen. Mhm. Wir dürfen nicht wütend sein, zum Beispiel. Und dieses quasi Policing von außen, quasi, dass du deine Emotionen im Griff haben musst, was ja manchmal ja unmöglich ist. Emotionen sind halt da oder nicht da. Deswegen ist Unmasking in meinem safer Space, in meiner Parallelgesellschaft, das ist für mich quasi das Persönliche, was ich damit verbinde, wenn ich halt zu meinen Friends jetzt nicht physisch gehe, weil wegen Corona-Regeln, hoffentlich dann bald wieder, aber wenn ich halt zu den Leuten gehe und denen nicht erklären muss, was Rassismus ist oder was Queerfeindlichkeit ist, sondern denen einfach mein Erlebnis erzählen kann und ich kann darauf
zählen, dass die mich verstehen und dass die mich in den Arm nehmen, also metaphorisch quasi natürlich, und das, dieses Unmasking, zu sagen, ich bin da und tanke auf und mache ein bisschen Selfcare, das ist für mich das, was ich, glaube ich, total faszinierend auch fand bei den verschiedenen Beiträgen auch, die wir heute gesehen haben, wo ja ganz viele sich eigentlich auch mit sich selbst beschäftigt haben, was absolut okay ist. In deiner Arbeit quasi zu sagen, ich mache das für schwarze Frauen, weil es gibt auch kein, weil 99% der Produktion sind halt nicht für uns, sage ich jetzt mal, gedacht, absolut okay. Und es ist nicht nur okay, sondern es ist super, super wichtig. Mhm. Mhm. Amina? Ich mache es, glaube ich, was bei mir noch hilft, ich bin ja auch Schauspielerin, das ist natürlich eine Art von Maskierung, dass man auch in verschiedene Rollen schlüpft, in verschiedene Lebensrealitäten und auch natürlich im Privaten mit Freunden, das ist ein safer Space oder auch in der Community, in der schwarzen Community, in der schwarzen Frauen-Community zum Beispiel, auch in der wir ja beide sind, gibt es Gruppen, die sich organisieren, gerade jüngst auch einen offenen Brief an Dieter Nuhr oder ans RBB beziehungsweise geschrieben hatten und wo man auch sieht, sowas hilft beim Unmasking komplett, dass man sich fallen lassen kann kurz und aufgefangen wird, wenn jemand außerhalb der Community uns quasi, und in dem Fall Alice Hasters, etwas tut, ist man als Person nicht alleine, sondern es stehen hinter einem über 100 Frauen, die Briefe schreiben, die sich engagieren, man muss die Arbeit nicht alleine machen und sowas ist für mich oft Unmasking, auch innerhalb der ISD und auch mit dem aktuellen Vorstand, zum Beispiel Serhat Wiedenroth, weiß ich halt, ist jemand da, dem ich vertrauen kann, dass sie meine Interessen auch mit vertritt und auch in erster Linie kämpft und auch wenn etwas passiert, ich dieser Person auch den Rücken frei halten kann und diese Personen, diese Organisation, schwarzen Organisationen auch in Deutschland vor allen Dingen, sind ein extremer Safe Space, ein extremes Unmasking-Tool auch für einen, weil man wirklich mal reinkommen kann und so, boah, das ist mir passiert und man weiß, 10, 20 Leute im Raum sind so, ja, exactement, weiß genau, was du meinst. Und dann kommt jemand und bringt wieder was Neues und so weiter und so fort. Man ist nicht alleine. Und an der Stelle würde ich euch noch gerne auf das E-Book Unmasking Difference aufmerksam machen. Literary Voices from Behind the Mask. Damit seid ihr nämlich auch nicht alleine in den andauernden Corona-Zeiten, sondern habt super tolle Geschichten zu lesen. Und es ist meine Aufgabe jetzt, den nächsten Teil anzukündigen. Wir werden eine Fotoausstellung, eine Virtual-Fotoausstellung von Rataum Chinis, I hope I said it right, sehen. Vielen Dank euch beiden, dass ihr da wart. Es war super, super schönes Gespräch. Und ihr wisst ja, wir könnten noch weiter, ne? Also ihr merkt das schon. Danke nochmal an das LCB. Danke, dass ich hier sein durfte. Und viel Spaß beim Schauen. Eu sou o Ratão Diniz, sou fotógrafo e morador da Maré. Fui formado pela Escola de Fotógrafos Populares, uma escola que foi super importante para a formação de fotógrafos de espaços populares das favelas, principalmente das favelas cariocas, e que de 2004 para cá eu tenho me dedicado à fotografia como uma ferramenta de discutir o meu espaço, o lugar que eu circulo e que eu me proponho a dialogar, né? Como uma forma de comunicação, mas também uma ferramenta política, para mostrar e contrapor um olhar, né, que é tão marginalizado que a favela, as favelas do Brasil, né, do mundo. Mas as favelas, especificamente as favelas do Rio, né, carrega uma série de preconceitos, assim, né, são estereótipos, né, que impuseram para a gente. E de alguma forma, com a minha fotografia, e não só a minha, mas de outros colegas também, tenta desconstruir esse imaginário que foram colocado para nós. É um processo de se reconhecer, né, de você valorizar a sua identidade, de buscar essas raízes, né, esse lugar de pertencimento. E não é diferente quando eu vejo meus vizinhos na Maré se reconhecerem nas minhas fotografias, né? A grande mídia, ela tem esse trabalho, infelizmente, né,
que é muito explorado, que é distanciar os moradores do seu lugar de origem. E aí a fotografia que eu tento fazer, ela reaproxima, né? Ela tenta reaproximar essas pessoas para o seu lugar e refletir sobre o seu lugar, né? Na busca de valorizar e de melhorar também, né? O seu ambiente, o seu lugar. O rezado Careta de Potengi é uma festa que ela acontece na região do Cariri Cearense, uma região incrível do Nordeste brasileiro. Eu conheci a partir de uma fotografia de um fotógrafo cearense chamado Thiago Santana e bati o olho e falei, cara, eu preciso conhecer essa festa. Isso foi mais ou menos em 2006. Em 2016, se eu não me engano, ou 2017, eu estava aqui na Paraíba, numa cidade chamada Pitimbu, no estado vizinho, e eu decidi ir para lá, para o Ceará, para poder ver de perto essa festa, né, como ela acontece. Então é um reisado único, uma festa única, com essa característica que acontece nesse lugar, né, que é no terreno do mestre, né, numa área rural, totalmente rural. E é incrível, né, como é que a máscara ela é utilizada como uma forma de brincadeira, né, de se divertir. De você ser quem você deseja ser, sem nenhum julgamento, né? Uma brincadeira que ela acontece ali, é onde os mascarados puxam os convidados para poder brincar, para poder dançar, entendeu? Então é uma festa muito interessante, é uma brincadeira, na verdade, né? Não vai além de uma festa apenas religiosa. Derrugado na caatinga, pisando só pelo trilho, e do coval se destaca, berro bezerro pela vaca e a vaca pelo seu filho. Oh, 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 oh boi, olha, oi. Esse segundo tema, que são os bate-bolas, eu fotografo desde 2010. É uma festa de um carnaval único que acontece no subúrbio carioca. Ele se expandiu para outras regiões do Rio de Janeiro. Tem uma coisa muito particular, né, do bate-bola. Primeiro, que é um carnaval que ele não é patrocinado por nenhuma instituição ou pelo poder público. Ele acontece a partir da reunião de amigos, né, ali de rua ou do bairro. E que durante todo o ano cada um paga uma taxa, né, um valor, e aí essa soma desse valor é para comprar matéria-prima, né, tecido, produzir o desenho, a arte do tema, daquela brincadeira do carnaval, né? Então assim, ela é uma festa que ela acontece a partir de reuniões de amigos. Eu costumo dizer que é um carnaval que envolve muitas mãos. E isso, envolver muitas mãos, quer dizer que é um carnaval muito solidário, sabe? É muito engajado, muito dedicado àquelas pessoas. Então é carnaval para eles, não é para estrangeiro ver, sabe? Como diferente do carnaval da Sapucaí, do Rio de Janeiro, né? Dos grandes blocos da Zona Sul do Rio. Os bate-bolas é uma junção de amigos para poder pular, né? Dançar na essência dos bloquinhos. Né, para brincar com as crianças, interagir, tanto é que os temas, de princípio, eles são muito infantis, assim, tem essa proposta, apesar das máscaras, né, cobrirem o rosto, trabalhar essa questão do imaginário, né, de quem está ali por trás daquela máscara, ela tem um grande barato de poder interagir com as crianças também. Os bate-bolas, ele é muito marginalizado pela grande mídia, porque, por conta de algumas violências que, infelizmente, na brincadeira também acontece, tem alguns integrantes que acabam se envolvendo com algumas brigas, mas é aquela coisa, né? A grande mídia acaba marginalizando toda uma cultura que é do povo.
Então, quanto um carnaval que ele é tido como marginal e o quanto eu tento enxergar, né, e tentar transformar essa documentação fotográfica num olhar muito mais carinhoso, muito mais próximo de pessoas verdadeiras que brincam esse carnaval, que ele é tão único no subúrbio do Rio de Janeiro. O Bloco da Lama é um bloco que ele acontece numa cidade chamada Paraty, numa região litorânea do Rio de Janeiro, né? É onde é uma cidade muito turística, tem uma história muito antiga relacionada ao ouro, né? Que era um caminho do ouro que vinha da região de Minas Gerais ali, do estado de Minas Gerais até ir ao porto do Rio de Janeiro, né? O Bloco da Lama surge nesse ambiente. Eu me encantei assim pelo bloco porque de fato ele me transmite, né? Ele me transporta a um ambiente muito tribal, muito rústico, né? Vamos dizer assim. Então são 11 anos fotografando o bloco. O bloco acontece uma vez no ano, né? No sábado de carnaval. E é interessante pensar que a minha fotografia acontece em uma hora, que acontece durante o bloco, né, para mim, que é uma espécie de um transe, né, que os foliões entram, que é muito mágico assim, é impressionante como a energia daquele lugar, né, que traz tanta ancestralidade, tanto histórico, né, tanto processo sofrido na população, né, num país escravocrata, né? Então, o quanto o bloco ele transmite algo tão rústico, tão tribal assim. Tem um momento do bloco que antecede a saída dele, que a galera começa a se comunicar através de sílabas, que é uga uga ha ha. Então, a comunicação se dá através dessas sílabas e também do olhar, né? Eu acho que o grande barato. Tanto é que a gente, como ser humano, a gente não se comunica através apenas da fala, mas também através do corpo e através dos olhares. Então essa comunicação do bloco, ela está muito presente. Está presente nessas sílabas, né, que é uga uga ha ha, e também nos olhares e no corpo, na presença, no, na comunicação corporal. O quanto isso é mágico, o quanto isso é forte. Então, ela me leva a esse espaço, a esse lugar, né, totalmente tribal, totalmente rústico, que eu tento traduzir esse bloco nesse ambiente, né, tão grotesco assim, vamos dizer. Tem uma brincadeira, né, que ele está por trás daquelas minhas imagens ali, daquele meu recorte, que é totalmente uma brincadeira na lama. Mas chega esse momento do cortejo, né, da saída, que é o mundo de Tártaro, assim, né? Você vive numas cavernas aprisionadas, enfim, e o bloco me transcende, né? Me leva a esse lugar, a esse espaço tão mágico. O bloco, ele usa próprios restos ali da vegetação do mangue, da praia, e também esses crânios de um antigo matadouro ali da região, né? E aí uma criança, uma vez brincando na beira da praia, cara, ela falou assim: "Mamãe, pô, quanto é que bacana, né, esse bloco, todo mundo é igual." E aí isso me fez refletir muitas coisas, né? O quanto a gente precisa ser igual ali, a inocência daquela criança, né? A gente sabe que é um momento lúdico, né, da brincadeira, mas é pensar, caramba, porra, lama, né? Deixa todo mundo ali igual. Ninguém ali é diferente, não tem distinção de raça, de credos, de fé, de religião, não tem nada assim. E aí me faz refletir o quanto eu desejo, né, que a nossa sociedade ela seja menos racista, menos preconceituosa do lugar de origem, da onde viemos, para onde vamos,
né? E que possamos todo mundo nos tratar iguais, né? Independente de classes sociais, de raça, cara, assim. E aí não é só pessoas também, né? Mas o poder público também enxergar isso. Então essa inocência desse olhar dessa menina falando pra mãe, né? É, me fez refletir todo esse processo do quanto possamos ser iguais. A foto escolhida para o folder, né, para o material de divulgação, ela é a foto de uma turma de bate-bola, que é a turma Estrelas, que é uma turma da favela do Muquiço, e mostra ali os foliões indo para uma festa de rua, né, para um coreto que a gente chama, que é a festa de rua. É, então são essas máscaras, né, que vai ali nas janelas do ônibus, o quanto o carnaval ele envolve muitas pessoas, né, muitas pessoas queridas, assim, para poder fazer esse carnaval único, é, que as pessoas saem do seu bairro, vão para outros bairros para poder brincar, pular esse carnaval contagiante, que é os carnavais de rua, né? Ainda dos bairros ali que acontece, que não são vistos assim por muitas pessoas, né? Eu penso que as máscaras, ela tem um significado de... Na verdade não é significado, mas ela permite que o brincante, né, o folião ou o festeiro, ele esteja disponível a assumir uma identidade que ele deseja ser durante todo o ano, né? Mas infelizmente a nossa sociedade ela é muito preconceituosa e julga muito, né, por isso. Então muitas pessoas elas acabam de alguma forma deixando de ser quem você deseja por um julgamento, e que a máscara de alguma forma ela permite, né, você extrapolar e de alguma forma ser o que você deseja ser, né? Quando criança, eu gostaria muito de sair de bate-bola. E minha mãe, por questão religiosa, ela não me permitia, assim, brincar, né? Porque ela achava que o carnaval era isso e aquilo, né? Que contrariava a crença dela. E em algum momento, cara, eu consegui um bate-bola emprestado, uma fantasia emprestada, uma máscara emprestada. E eu brinquei, cara. Eu fui o que eu queria ser, entendeu? Na frente da minha mãe, sem ela saber quem eu era. Então eu brincava, eu pulava, e era algo tão natural pra mim, entendeu? Mas que essa repressão que eu tinha em casa, né, não me permitia ser quem eu desejava. E daí? Lamento, quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Mm-hmm.
Thank you.